So, herzlich willkommen hier in Mödling. Wir begrüßen alle, die vor der Kamera sind, und ich begrüße auch heute wieder an meiner Seite den lieben Martin. Hallo Martin. Hallo Andi, freut mich wieder hier zu sein. Ja, Martin, Rangers gegen die Dallas Patriots, 17 Uhr geht's los. Wir freuen uns natürlich schon und sind gespannt wie Pfeile, ne? Ja, spannend wie ein Fidschi-Pfeil, wie man so schon sagt. Was wird uns erwarten? Also eins kann man auf jeden Fall sagen: Die Wetterverhältnisse sind besser. Diese Ausrede fällt auf jeden Fall weg. Genau, Und die genau. Erklärung fällt weg, Ja, sondern ja. Ausrede, diese Erklärung. Ja. So wie es jetzt aussieht draußen, hervorragendes Footballwetter, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Kaum Wind, die Sonne scheint. Also spricht einem tollen Spiel nicht, also spricht nichts gegen ein tolles Spiel, steht ihm nichts im Weg. Ja, worauf dann? Dritte Match heute von den Rangers, zwei Niederlagen, heute das dritte Match. Die Dels spielen ja eigentlich erst das zweite Match, weil ja vorige Woche wegen Schlechtwetter in Dels das Match abgesagt wurde. Ja, die Kadergröße der Dels Patriots ist jetzt nicht sehr berauschend mit 29 Mann. Was werden wir sich, glaube ich, heute erwarten können? Ich habe keine Ahnung, allerdings, also ich glaube, es wird nicht so schlecht werden wie gegen die, oder so eine Hinrichtung werden wie gegen die Vikings. Da haben sie noch weniger Leute gehabt, zum Genau, einen sogar der Head Coach ja. Arthur Smith hat sich umgezogen, der heute nicht spielt, der halt heute sich voll seinen Coaching-Aufgaben hingibt. Ja, aber trotzdem, ich glaube, 28 oder 29 Mann ist für die AFL schon knapp. Die Burschen haben sicher Kondition. Müssen es haben, Kraft und Kondition haben sie auf jeden glaube Fall. Mal sehen, wohin das führt. Auf Seiten der Rangers, ja, wir haben jetzt zwei Spiele lang gesehen, oder zumindest eineinhalb Spiele Ja. lang, eine sehr tolle Defense. Die wird wahrscheinlich heute auch wieder aufzeigen können. Aber Mit der mehr Offense. noch als jedes Osterei sollten die Rangers endlich ihre Offense suchen und finden. Ja. Das wäre wohl das schönste Ostergeschenk und die schönste Osterüberraschung. Wann das nicht gelingt, dann wird eine lange Saison. Ja. Viele haben jetzt behauptet, im Nachhinein, wenn ich so geredet habe und Feedback bekommen habe, die glauben nicht jetzt, dass es am Quarterback liegt oder was auch immer, sondern viele haben ein bisschen die O-Line der Rangers in Kritik. Ein bisschen veraltet, nicht so mobil etc. Wie siehst du das? Das ist eine gute Frage. Natürlich, das ist das Leichteste, immer zuerst an die O-Line, auf Ja. die O-Line hinzubecken. Ich muss gestehen, so genau wissen, dass es auch schwierig war letzte Woche. Aber es mag schon sein, dass da noch ein bisschen die Abstimmung fehlt. Also eine wirklich athletische Offense-Line zu finden, das wird schwierig. Gut, wir fahren gerade von der Regie. Wir haben jetzt die Vorstellung der Defense und der Starting Off. Ja, die typisch starke Aufstellung der Defense der Rangers. So, ich denke, wir werden jetzt dann zur Offense kommen. Ja, um das abzuschließen von vorher. Ja. Die Offense-Line, ja, mag sein, dass da einiges nicht passt, aber ich hatte auch den Eindruck, dass generell in der Abstimmung zwischen den Quarterback, den Receivern, das sind noch nicht alle ganz grün miteinander. Okay. Woran das liegen mag, dazu reicht nicht, das zu sagen, dazu reicht nicht, ein Spiel gesehen zu haben. Und das wissen sicher andere Leute besser als ich oder wir beide. Aber es ist sicher noch ein bisschen Arbeit. Ich nehme an, es wird in der letzten Woche schon einiges passiert sein und man wird heute einen Sprung nach vorne sehen, auf jeden Fall. So, und jetzt die Offense, die wir gerade angesprochen haben. Wir haben mit der Nummer 2 den Quarterback Jason Mumphrey. Mit der 28 Running Back Pablo Gomez Gallego. Dann mit der Nummer 80 den Wide Receiver Ben Spieler. Mit der 85 Wide Receiver Christoph Weber. 86 Wide Receiver Raphael Schneeweis. Mit der 40 Teilen Matteo Wagnest. Dann mit der 55 in der O-Line Kevin Lander. Mit der 57 Stefan Pospisil. Robert Dragonitis. Mit der 66 Offensive-Liner Kevin Schwarz. Und mit der 71 in der O-Line Thomas Unger. Tommy 73 schreibt uns gerade Zwischenstand Panthers gegen Raiders 21 zu 0 für die Panthers. Martin, das ist ein Statement, oder? Von den Panthers. In die Ja, O-Line. durchaus. Schon langsam, jetzt sind wir in Woche 3, schon langsam. Also morgen kommt das Wiener Derby und dann wird sich, ja,
In der dritten Woche haben endlich alle gespielt, muss man dazu sagen. Und jetzt wird sich schon langsam herauskristallisieren, wie die Liga denn so dasteht. Ne? Ja, wir haben jetzt auch gerade erfahren, dass die Graz Giants heute ihren dritten Sieg gegen die Ducks eingefahren haben. So, wir schauen nur gerade wegen dem Ergebnis, aber der dritte 20 Sieg. 20 zu 17, was ich in Erinnerung habe. Schauen wir noch. Ja, genau. Die Graz Giants gewinnen 20-17 gegen die Salzburg Ducks. Der dritte Sieg jetzt eigentlich von den Graz Giants. Dritte Woche, dritter Sieg. Kann man die schon oben ein bisschen anschreiben? Mit dazu schreiben? Auf jeden Fall im Playoff-Bereich sind sie sicher. Wobei, also ich glaube jetzt, wenn ich in die Kristallkugel schaue, aber wie gesagt, das ist jetzt. Da gilt es erst das morgige Spiel abzuwarten und noch mehr Spiele. Die Dragons haben ja auch erst eins absolviert. Genau. Aber ich schätze mal, dass Dragons Vikings relativ fix im Playoff sind. Ja. Und die anderen zwei Plätze, die werden sich die anderen Teams streiten. Okay. So, und jetzt kommen wir zu den Interviews mit den zwei Head Coach. Danke, lieber Head Coach, dass du dir Zeit genommen hast, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Gerne, grüß dich. Ja, meine erste Frage ist, was hast du in dieser Woche gemacht, um dich auf das Spiel gut vorzubereiten? Ja, also wir sind ein bisschen zurück zu den Basics zurückgegangen, auch in der Offense, dass wir einfach unsere Fundamentals verbessern können, dass wir mit denen einfach diese Woche Drives etablieren können in der Defense. Die hat ja gegen die Grazer schon gepasst. Genau, und jetzt schauen wir uns einfach das Footballspiel rüberbringen, das wir spielen wollen und mit diesen Basics, die wir mit der Woche trainiert haben, das Grundgerüst darstellen konnten. Okay, danke. Und was für einen Vorteil glaubst du hattest, dass die Rangers jetzt im Heim und was für einen Einfluss haben die, hat das Publikum auf die Leistung der Spieler? Ja, natürlich nach so zwei Spielen, die wir die letzten zwei Wochen gehabt haben, wo wir halt auswärts doch etwas klarer verloren haben und letzte Woche doch knapp verloren haben, sind die Fans auch eine ganz große Stütze für die heutige Partie, weil wir doch mit einem Sieg jetzt endlich in diese Bye-Weeks kommen wollen. Das heißt, wir sind schon froh, wenn genug Fans uns unterstützen werden, damit wir heute den Sieg nach Hause bringen können. Okay, super. Und was erwartest du dir von diesem Spiel? Ja, zu gewinnen hoffentlich. Also das wär der Plan heute. Mein Ziel als Offense-Coordinator ist natürlich, Drives wieder zu etablieren und dass wir in die Red Zone kommen und in der Red Zone Punkte zu machen. Die Defense hat schon super gespielt gegen Graz. Ich glaube, die werden heute noch besser spielen und am Schluss, wie gesagt, mehr Punkte als die anderen machen und einen Sieg nach Hause bringen. Gut, danke. Danke. Ja. Hello, welcome in Mödling. Thank you. So it's your the second game in the season, the second game away from home. What's the mood in your team? Yeah, well, after the last game, obviously, you know, it wasn't how we wanted to start the season, but you know, we didn't do any complaining. We put our heads back down, went to work, and we were supposed to have a home game, but we weren't able to use our field yet, so that was canceled. And so, really, we're just thankful and happy to be able to play another game today. Okay, and how did you use your free week to prepare for this game? Yeah, it was good for us. You know, we really focused on the off week of just working on ourselves and not really game planning so much for this game. So we really wanted to fix the mistakes from our first game and then used this last week in order to game plan. All right. And did you develop any specific strategies against the Mödling Rangers defense, or how are you going to plan to compete against it? Yeah, I mean, we'll see in a couple of hours how the plan is. All right. Thank you. Thank you. So, Martin, wir sind wieder da. Das waren jetzt die Head Coaches der Dallas Patriots und Benny Breuer von den Rangers. Gehen wir nochmal zur Offense. Das, was ja wirklich gefehlt hat, auch gegen die Giants, was man gesehen hat, ist einfach das Laufspiel. Wäre es besser gewesen, statt den Desmond Cooper in der Defense vielleicht einen Running Back zu holen? Man hat ja einen Running Back geholt, den Spanier, den Herrn Gomez. Genau, aber ich meine jetzt einen Import aus Amerika. Es kann nicht für alles der Schlüssel sein, holen wir einen Ami dafür. Ne? Ja. Das ist, also, um ein Laufspiel aufzuziehen, braucht natürlich, bringt ein einzelner Spieler, kann schon einen Unterschied machen. Aber du brauchst die Offense Line und. Es geht nicht mehr so wie 1993, dass man einen Ami holt und jetzt reißt man die ganze Liga. Ja. Okay. Gott sei Dank geht es nicht. Ja, also, ja, verstehe. Gomez ist ein ganz guter Mann, was ein bisschen fehlt als Running Back, habe ich den Eindruck. Das durch die Mitte ist nicht so sein. Der ist sicher ein bisschen flink, aber der ist mehr auf der Außenseite. Off-Tackle, das sollte man vielleicht auch berücksichtigen im Play-Calling. Mhm. So der richtige Bruiser ist er nicht. Ja.
dem du die Frucht in die Hand bringst und sagst. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also die Masse ist halt nicht vorhanden, dass genau. du jetzt immer durch die Mitte schicken kannst, sondern wäre gut, ein bisschen auf die Outside raus, ein bisschen diese Outside-Runs forcieren. Eine Option ist vielleicht, dass man hin und wieder Desmond Cooper auch als Running-Back ablaufen lässt. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, alles, was wir da sagen, ist, ja, ja. Wir sind nicht am Feld, wir sind nicht jede Woche am Training. Genau. Also, genau. Wenn wir Desmond Cooper vorige Woche ja starke Leistung abgeliefert, aber dann zum Schluss auch schon ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so nach hinten kommen, war nicht mehr so agil. Eigentlich für einen Spieler seiner Größe sollte er da bis zum Schluss 110% Powerdose, oder? So, irgendwann einmal, das spricht für die Qualität der österreichischen Liga, irgendwann einmal, vor allem in so einem Spiel wie letzte Woche, wo die Defense permanent am Feld ist, ja, geht jedem ein bisschen die Kraft aus. Ne? Ja, ja, ja. Sogar den Besten, das ist... Verstehe. Ja, hier sehen wir den El Presidente Gerhard Breuer, der auch als Platzsprecher fungiert. Das macht er natürlich bombig. Ne? Du kennst ihn ja schon länger, den Gertsche. Ne? Ja, 1988 schätze ich. Ja, ihr habt ja miteinander Football noch gespielt. Seid ihr ja miteinander im Feld gestanden. Ne? Ja, also ich habe begonnen bei den Rangers 1988. Ja. Da war der Gertsch mit seinen 2 Jahren Erfahrung schon ein Alteingesessener. Ja, die Refs sind auch bereit. Gehen wir die Ref kurz durch. Wir haben heute als Referee den Whitecap ist der Kaltenegger Matthias. Der Umpire ist die Pribil Maria. Da haben wir alle nach der Reihe. Der Headlinesman Glockenstein Leonard, der Line Charge Kopeter, Back Charge Müllner Didi, guter Bekannter der Didi Müllner. Dann haben wir Side Charge der Brenner Markus und Field Charge Green Michael. Martin, so viele Refs, viele fragen immer, warum habe ich so viele Refs beim Football? Da stehen ja eine Menge an Schiedsrichter am Feld. Genau so ist es. Es gibt einfach viel zu sehen. Es passiert viel. Es sind, ich glaube, das Minimum an Schiedsrichtern sind 4 oder 5, ja, die man haben muss. Das Maximum sind 7. Also mit der Line, mit der Chain Gang, ich glaube, es können 10 Leute sein. Genau, ja. Wenn ich mit euch aus dem Fenster lehnen, so gut bin ich in der WSO, so sattelfest bin ich nicht mehr in der WSO. Aber es gibt unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Feldteile, die halt jeder Referee dann genau kontrolliert. Was dann auch immer wieder dazu führt, dass oftmals, wenn Szenen passieren, genau vor einem Schiedsrichter, und sich alle aufregen, der steht genau vor ihm und der sieht das nicht und was auch immer dann erfunden wird, ja, und die Verschwörungstheorien dann auch berufen werden. Aber das ist gar nicht seine Aufgabe. Der hat eine völlig andere Aufgabe zu beobachten, einen anderen Abschnitt. Deswegen kann das schon passieren. Ja. Monox33, danke für den Stream. Grüße aus Delft. Wir grüßen natürlich zurück und gerne, wir machen das gerne. Und Monox33, dein Team ist bereit. Die Delft Patriots sind bereit für den Einlauf. Schönes Wetter heute in Mödling. Kommt ins Stadion. Wird sicher eine spannende Geschichte werden. Und jetzt der Einlauf der Delft Patriots. Ja, für die Delft natürlich jetzt die zweite Partie, einmal wegen Schlechtwetter abgesagt. Und ja, waren ja im ersten Jahr super dabei, waren im Playoff. Voriges Jahr dann ein bisschen so nach unten am Spiele auslassen müssen. War ja mit stark dezimiertem Kader. Aber wäre natürlich auch möglich für die Delft Siege einzufahren. Ne? Möglich ist immer, aber natürlich von dem, was man bis jetzt gesehen hat, wird es schwierig. Mhm. Kann man aber sagen, wenn, dann wäre heute der Tag, schätze ich mal. Ja, ja. Gut, und jetzt warten wir auf die Heimmannschaft, die Mödling Rangers. Ich glaube, sie stehen schon im Spielertunnel bereit. Einlauffanfare läuft gerade ab. Aber wie gesagt, nochmal zu Telfs. Man darf sie nicht unterschätzen. Mhm. Sie haben, wie gesagt, wie sie in der AFL realisiert haben, im ersten Jahr waren es ganz toll, sind ins Playoff gekommen, sind Vierter geworden. Für alle überraschend. Mhm, und ich glaube sogar für sie selber auch. Ich glaube auch, ja. Ja, vor allen Dingen, man muss ja dazu sagen, die Delfs sind ja von der Division 1 quasi so durchmarschiert, ja, genau, einen Durchmarsch gemacht. Jetzt stehst du auf einmal in der AFL und dann noch die Season auch noch, wo man sagen muss, da war ja ein super Quarterback, den sie da gehabt haben, der Amerikaner. Ja, der war viel gepasst. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Letztes Jahr hat man versucht, eben, weil man offensichtlich den Spielerzustrom ein bisschen überschätzt hat oder das, wie sich dann auch herausgestellt hat,
die Verletzungen, die Verletzungssumme ein bisschen unterschätzt hat. Ja. Man hat ein Team 2, weil man dachte, man hat viele Nachwuchsspieler, dass die auch zum Spielen kommen. Ja, ja. Das ist nach hinten losgegangen. Mhm. Team 2 war dann, glaube ich, schlussendlich gar nicht mehr spielfähig. Nein, und Team 1 hat gerade noch absolvieren können. Wir sehen jetzt da beim Duno Alexander Steurer, auch ein Urgestein der Rangers. Vielleicht siehst du auch. Gleich da hinter der Fahne. Wir den grüßen wir auch. Ja, Gerd Hochreiter, gut macht's, das ist zwei hochklassige Moderatoren. Liebe Grüße, danke dir. Das freut uns natürlich, so ein Lob zu hören. Macht Spaß. Orfi sagt, die 64 der Delf Petros schaut ziemlich knackig aus. Kommt man da irgendwie an die Handynummer? Ich werde vielleicht in der Pause schauen, ob wir da eine Handynummer kriegen. Vielleicht können wir helfen. Und auch der Andrea Holzweg, die grüßen wir natürlich. So, jetzt kommt die Starting. D-Line. So. Die Starting Defense wird heute vorgestellt. Starting Defense, genau. Ein bisschen der Roster hat durcheinander, aber wir werden das hinbekommen. Die 99, Abel Stefan. René Breger mit der Nummer 93. D-Line, Eberhard Felix. So, die Nummer 95. Der Rosterseite leider wirklich der Baptista war das. Die Nummer 9. Morawetz Maximilian. Mit dann Nummer haben wir die Nummer 11. Milgate Nicolas. Dann haben wir die Nummer 20. Ja, das ist heute ein bisschen durcheinander, da kommen wir nicht wirklich zusammen heute. Uns zu entschuldigen, mit der Nummer 1 haben wir noch dann Desmond Cooper steht, Nummer 1. Ist der Desmond Cooper, der steht noch im Tunnel. Mit der 16 Dominik ist der Jost Dominik, genau. Ja, motiviert. Die sind die Zehenspitzen. Ja, was wird jetzt kommen? Man wird jetzt den Cointos machen. Die Captains der Patriots stehen schon bereit. Der Cointos, Martin, das ist also eine eigene Geschichte. Wo man dann die Team-Captains aufs Feld schickt. Genau, also man schickt die Captains aufs Feld, es wird die Münze geworfen, das Gastteam ruft, ob Heads oder Tails, also Kopf oder Zahl, und je nachdem, was dann kommt, das Team, das den Münzwurf gewinnt, kann dann entscheiden, ob es kicken möchte oder returnen möchte. Für was, wir haben beide selber gespielt, ja, und deine Meinung nach, für was entscheidet man sich als Team? Das ist eine gute Frage. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze. Die einen sagen, weil ich den Ball habe, weil ich den Ball kriege, dann nehme ich den Ball und wir fahren Offense, Offense, Offense. Die anderen sagen, lass sie zuerst mit dem Ball beginnen, wir vertrauen unserer Defense und kaufen ihnen damit den Schneid ab. Das ist je nachdem, wie der Coach, was der Coach für ein Gespür hat, welche Unit besser drauf ist, mit welcher Unit er am Anfang mehr Eindruck schinden kann, um den Gegner gleich mal in die Schranken zu weisen. Okay. So, Martin Kaltenbach sagt, let's go Rangers. Gut, jetzt kommt der Münzwurf der Cointos, Desmond Cooper steht, Robert Dragonitis ist auch am Feld. So, die Bilder nehmen wir mit. Das Feld schaut etwas mitgenommen aus, von voriger Woche wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Also das waren echt tiefe Platzverhältnisse. So, der Gemeinderat darf die Münze werfen. Jawohl.
So wie es aussieht, haben die Patriots den Münzwurf gewonnen und entscheiden sich von ihrem Wahlrecht erst in der Halbzeit 2 Gebrauch zu machen. Okay. Das heißt, sie haben jetzt quasi gesagt, okay, sie suchen sich nur die Seite aus und sie wollen aber dann in der zweiten Halbzeit ihr Wahlrecht erst in Anspruch nehmen und werden dann auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit returnen. Das ist natürlich auch ein Aspekt, ne? Ja, genau. Ja, wunderschöne Bilder. Wir freuen uns oder sagen Danke auch an unseren Kameramann, der uns da am Platz tatsächlich unterstützt und diese Bilder aufhängt. So, jetzt gehen die Refs zusammen, jetzt geht's gleich los und wir freuen uns auf ein super Partie und wünschen euch gute Unterhaltung. Und noch einmal kommt ins Stadion, die Burger sind schon fertig, was ich gehört habe. Man kann sie schon riechen. Ja, die sind legendär da in Mödling und darum, ja, kommt's vorbei, schaut es euch an. So, die Spieler nehmen Aufstellung. So, ich kann ein paar Zwischenergebnisse sagen aus der Division 3. Die Blackwell Wilds führen 29-23 gegen die Mostviertel Bastards. Die Pannonia Eagles 6-0 gegen die Predators aus Steyr. Und die Grizzlies führen 21-7 gegen die Goldwert Raccoons. Mhm. So, ein Ehrengang macht Alex Steurer. Na, das glaube ich, hat er schon besser können. Eindeutig falsche Anzug. Ja, auf alle Fälle. Aber es war viel Bemühung dahinter. Ja, und ein Zwischenergebnis aus der AFL. Die Prague Black Panthers führen gegen die Swaco Raiders Tirol in Tirol mit 21-0. Mhm. So, aber jetzt kommt der richtige Ankick. So, Dels ist bereit, Rangers sind bereit. Es geht los. Kickoff wird aufgenommen von der 1, Desmond Cooper. An der 15, der geht jetzt über die linke Seite, hat gleich ein bisschen Platz. Wieder mehr Platz, Haken zurück. Noch einmal, ja, auf den Beinen. Ja, kommt bis an die 43, 44 Jahre Linie. Bei diesem Desmond Cooper, der siehst immer, egal wo und wann der wo antrifft, die Beine bewegen sich weiter, das ist ja Wahnsinn, genau. Super. So, gut. Die Offense der Rangers, schauen wir, was jetzt bei den letzten Trainings gemacht, verbessert wurde und sind wir gespannt. Gleich ein Pitch zu Gomez über die rechte Seite, bricht gleich einen Tackle und schafft das First Down, so wie es aussieht. Ja, erstes First Down von Gomez. Ja, auf der Seite kann er seine Schnelligkeit ausnutzen. Ja, ja, so wie es das du vorher auch schon auch wunderschön gesagt vorgeblockt war es. Ja. Tackle, ja, geht aber zurück, geht rechts rein statt außen, was gut ist. Also er scheut auf jeden Fall nicht den Kontakt, also das möchte ich nicht unterstellen. Nein, überhaupt nicht. War, glaube ich, aber eh für 4-5 Yards gut, der Run. Ja, 4 Yards ungefähr. 4 Yards ungefähr. Ja, das ist einmal schon was Feines, wenn man im ersten 3, 4 Yards macht. Na, vor allem, wir haben schon ein First Down, da haben wir letzte Woche sehr lange drauf gewartet. Ja, das stimmt, ja. So, die Spieler stehen bereit und der Snap, wieder angetäuschte Übergabe. Manfred geht raus, der Pass auf die Nummer 40. Pass auf den Tyler mit der Nummer 40, der hat jetzt Platz und toll gemacht, schön ausgespielt. Ich glaube, Wagnest, kann das sein? Wagnest, Matteo, ja, genau.
Schöner Catch. Silent, schöne Play-Action. Ja. Ja, man kann sagen, heute bewegt sich die Offense der Rangers. Ja, bis jetzt mal ja. Aber es muss ja auch dazu sagen, sie waren ja auch letzte Woche schon innerhalb der 20er zweimal. Ja. Da kann man dann nicht rein. So, wieder die Ballübergabe auf Gomez. Händler auf Gomez, jetzt. Noch immer auf den Beinen, aber jetzt gestoppt. Kurz vor der Endzone. Ja, ich denke, das war nicht ganz so kurz, nein, es waren 6 Yard-Linie. 2 Yards. Ungefähr. Ja. Ja, die Rangers klopfen quasi an in der Endzone der Delft Patriots und das könnte jetzt schon nach 3 Minuten vielleicht der erste Touchdown werden. Sind wir gespannt. Und wieder so, jetzt kommen es durch die Mitte, aber... Nein. Oh nein! Herrliches ja, Fake! Ja, schön. Also den haben wir beide nicht genommen. Ja, den hat er sehr gut gemacht. Tolles Fake von Humphries. Ja. Ja. Ja, somit der erste Offense-Touchdown. Der Rangers in der Saison 2024. Jawohl, und wir sehen die Wiederholung. Super Fake-Handoff. Also ich habe das echt nicht gesehen, erst ganz zum Schluss. Ja, wunderschön gemacht von Humphries. Ja. Natürlich auch Gomez schön tief. Und Ball Protection vorgetäuscht und wieder von Moffes rausgezogen. Hat er eine gescheite kassiert, muss man sagen. Ja, ja, muss man dazu sagen. Ja. So, jetzt der Kickoff. So, Field Goal ist gut. Ja, somit 7-0 für die Rangers. Ja, extra Punkt passt auch, 7-0, wunderbar. So kann es weitergehen aus Sicht der Rangers. Ja, ja, so kann es weitergehen, ja. So, Tommy 73 und dachte, Robert 61 ist wieder zu den Vikings gegangen. Nein. Robert Dragonitis ist noch bei den Rangers. Offensichtlich. Ist noch da und spielt heute super in der O-Line. So, jetzt der Ankick von den Rangers und dann sehen wir das erste Mal die Delfs Offense am Feld. Ja, ein schneller Touchdown heute von den Rangers. Alle Achtung, für die letzten zwei Matches, wo man von der Offense nicht wirklich viel gesehen hat, ist jetzt natürlich jetzt ein Statement von der Steigung, Offense. Ja. Ja. Sehr guter Kick. Ja, Returner mit der Nummer 6 auf Seiten der Patriots. Kommt bis an die 32-Jahr-Linie ungefähr. Das ist der Mr. Watkins. Das ist ein Legionär. Jawohl. Der einzige Amerikaner in den Reihen der Patriots. Ja. Mr. Watkins. Hunter Schmidt spielt heute nicht. Ja. So, eine Flag. Ja, sieht so aus wie ein Holding beim Return. Das sind so die typischen Flags. Beim Return. Beim Holding Return. Ist sehr oft und waren eigentlich noch häufiger, glaube ich, Block in the Back. Block in the Back, ja. Ja. So, aber natürlich nicht gerade vom Vorteil jetzt für die Delft. Man geht natürlich weiter zurück in die eigene Endzone. Der Ball jetzt auf der 15-Yard-Linie ungefähr. Genau. Übergabe wieder auf die Nummer 6. Watkins mit dem Ball. Kommt aber nicht sehr weit. Gerade mal bis auf die Line of Scrimmage. Ja. Also aber natürlich ein Problem, wenn man schon sofort nach der Ballübergabe den ersten Verteidiger ausweichen muss, dann ist es ein bisschen schwierig für einen Running Back. Ja.
Ballübergabe. Alright, der Lauf von Watkins jetzt über die rechte Seite. Da hat er jetzt Platz und schafft das First Down. Aha, schau. Allerdings sieht so aus, als hätte er den Ball verloren. Wir werden gleich sehen. Einer der wenigen Momente auf dem Spielfeld, wo Arnenberg freiwillig sagt, ich war am Boden. Ja. Er dürfte am Boden gewesen sein bereits, das heißt First Down Patriots. Aber auch richtig gemacht von der Nummer 20, den Ball aufgenommen und in die Endzone geflitzt, denn es hätte die Entscheidung anders fallen können und dann wäre das natürlich ein Return Touchdown gewesen. Ja, das nicht, wenn Abpfiff ist. Abpfiff mich nicht, aber... Aber einen freien Ball kann man immer aufnehmen. Ja. So, es geht weiter. Aber echt spielt die Nummer 6. Also. Ja, jetzt gut aufgepasst von den Rangers. Ich glaube, das war die 99 und Dominik Jost war auch am Tackle. Aber ein schneller Mann, die Nummer 6 von den Patriots. Sehr gut auf den Beinen, sehr wendig, schnell. Und von dem werden wir wahrscheinlich heute noch etwas mehr sehen. Vermute ich, ja. So, kurzer Pass auf die Nummer 6. Swing Pass wieder auf Watkins. Schön aufgenommen. Aber auch gut reagiert von der Defense der Rangers. Desmond Cooper am Tackle. Von der Nummer 20 der Rangers. Ja, kein Raumgewinn. Zweiter und dritter und 10, genau. 6:20 auf der Uhr im ersten Quarter, 7-0 für die Rangers. Lange Beratung im Teamhuddle. Quarterback, der Dandler Martin von den Dallas Patriots. So, kurzer Pass und überworfen. Ja, bisschen überworfen. Ja, somit banden die Patriots und die Offense der Ranger macht sie wieder bereit. Ja, was haben wir jetzt gesehen einmal bei der Offense von den Delft Patriots? Runplay funktioniert recht gut. Sie haben es auf jeden Fall. Ja. Und das über, werden sie wahrscheinlich etablieren. Über den Legionär Watson. Genau. Oder Watkins, Entschuldigung. Ich hoffe, das ist nicht das Einzige, was Sie haben, weil sonst wird es für Sie heute ein langer Nachmittag. Ein Nachmittag, ja. So, schöner Band, geht relativ weit. Wo ist unsere Kamera? Ja, und schnell gestoppt diesmal. Und auch nicht Desmond Cooper Returner, sondern... Die Nummer 9. Die Nummer 9 der Rangers. Morawetz Maximilian. So, schauen wir und hoffen wir, ob die Rangers Offense da fortsetzen kann, wo man aufgehört hat. Ja, das wäre zu wünschen. Waterberg steht wieder on the center. Okay. So wieder diese Bunch Formation, diesmal auf der linken Seite und der Pitch auf die starke Seite. Sehr stark. Startplatz und schafft das First Down. Allerdings gibt es noch einen Flag hinterher. Aber dürfte ein Late Hit out of bounds sein, vermute ich mal. Aber die Rangers machen genau das, was du heute gesagt hast. Die Schnelligkeit von Gomez ausnutzen auf die Outside. Genau. Ja, also ich glaube, der Benny Breuer hat die Kehrs. Ich glaube, da wird er sein Photoshop. Wahrscheinlich. Erstmal glaube ich nicht, dass der Benjamin da mein Einsagen braucht. Ja, damals Late Hit Out of Bounds.
Late Hit of the Out of Bounds heißt, also der Spieler war über der Linie. War schon draußen und ist noch einmal attackiert worden. Genau. Das gibt noch einmal 15 Yards oben drauf. Spielt den Rangers natürlich in die Karten. Genau. Das sind halt Fouls, die man als Coach überhaupt nicht braucht. Ne? Nein. Also Fouls, Flex halt, die man als Coach nicht wirklich braucht. So, die Django muss natürlich nachwandern, Spieler stehen bereit. Manfrey wieder on the center. Ja, und wieder ein Fake. Aber jetzt die Defense. Pass jetzt auf die Nummer 17. Touchdown Rangers. Ja, wieder Play-Action. Diesmal auf die Nummer 23. Den Lauf angetäuscht. Nummer 17 läuft sich frei. Ganz allein in der Endzone. Versanovic Benjamin. Den jungen Mann kenne ich sehr gut von den Legendaries. Eigentlich ein DB und fängt da einen Ball zum Touchdown. Also was ist das? Achtung! Gratulation! Super gespielt. Wieder den Ball rausgezogen, Manfred. Aber der bessere Spieler schon fast auf der Hand dran, nur halt nicht zu aktiver wahrscheinlich. Machen müssen. Dann hätte er diesen Pass sicher besser verhindern können. Ne? Möglicherweise. So, jetzt wieder das Field Goal Versuch. Der dürfte wieder gut sein. Der nächste Punkt passt auch, ja? Ja, bitte. Also, erstes Quarter. Wir haben 5:15 auf der Uhr und es steht schon 14:0 für die Rangers. Ja, wird wahrscheinlich der lange Nachmittag, den wir schon vorproduziert haben für die Dallas Patriots. Na, schauen wir mal. Ohne hunkeln zu wollen, aber mein Gefühl sagt mir, dass die Patriots nicht hochgewinnen werden. Ja. Ja, aber ein wunderschöner Spielzug. Super Catch. War eigentlich komplett frei. Ja, ausgezeichnet. War schön designt, der Spielzug. So, Kickoff. Watkins nimmt den Ball auf. Jetzt turnen wir die rechte Seite. Die Wall baut sich auf. Ja, platt, ja, ist noch immer auf den Beinen. Also dieser Watkins, echt, der macht was her, also der Busche. Ein Highlight bei den Dallas Patriots. Ja. So, wieder ein kleines Zwischenergebnis, die Prague Black Panthers schlagen das Waco Raiders mit 21:0. Der erste Sieg der Prague Black Panthers. War das Spiel in Prag oder in Tirol? In Tirol. So, Dandler geht jetzt selbst durch die Mitte. 5 Yards. Durch diesen Quarterback Draw. So. Sogar 6 Yards sogar. Also. Die Fans feuern tatkräftig die Defense an. So, Fake Handoff. Ja, Ballübergabe angetäuscht. Und Pass allerdings nicht sehr genau. Irgendwas hat dann nicht gepasst. Damit dritter Versuch. Abstimmungsprobleme mit dem Receiver. Aber sonst schön designt. Er hat relativ lange Zeit gehabt, der Quarterback. Ja. Hätte mehr werden können müssen. Na gut, beim ersten Play-Action, nachdem er ungefähr 8 oder 9 Mal gelaufen ist. Genau.
So, die Sideline der Rangers, die Herren in Weiß, die Coaches, die sich miteinander abstimmen. So, 2. und 4. Drei Mann im Backfield, Quarterback geht selbst. Und schafft es First Down. Und sogar noch mehr. Jawohl. Ja, ein großes Danke an die Defense der Rangers, die ihn noch ein bisschen weitergeführt haben. Ja, stabil auf den Beinen. Ja, wenn gar nichts geht, dann geht der Quarterback Sneak. Genau. Die moderne Form des Quarterback Sneaks. Genau. Man hat gesehen, drei Mann im Backfield hinten bei dem Quarterback anzeigt, man hat nicht gewusst, wer läuft jetzt, wo ist der Ball, und dann ist der Quarterback selbst gelaufen. So, hier sehen wir die O-Line der Rangers. Man wird wahrscheinlich die nächsten Spielzüge analysieren oder timen. Und wieder ein kurzer Pass. Ballübergabe angetäuscht, auf Watkins. Ball geflattet. Dann ein Pass. Allerdings abgeschlagen. Schön verteidigt jetzt von den Rangers. Aber was auffällt, irgendwie sind relativ wenig Strafen. Es waren bis jetzt 2 Strafen. 1 bei einem Return. Genau. Ein Holding bei einem Return und einmal ein Lady da auf Bounce, ja. Ja. Sollte nicht passieren, kann aber auch passieren im Eifer des Gefechts. Wieder die Übergabe auf die Nummer 6, aber schnell durchschaut von der Defense. Dominik Joost und die Nummer 95, glaube ich, am Deckel. Wir haben jetzt 3. und 10, es sind noch 3 Minuten, 3. und 11, Entschuldigung, es sind noch 3 Minuten auf der Uhr. Ja, 3. und 11, eine sehr weite Geschichte. Nun schauen wir mal, wozu die Peter jetzt imstande sind. Sollte auf alle Fälle ein Passplay kommen, sind wir gespannt. Und es geht wieder der Quarterback selber. So, damit haben wir jetzt 4. Versuch und circa 6 Yards. Ich denke, die Patriots werden sich für das Field Goal entscheiden, um anzuschreiben, aber man wird gespannt sein. Field Goal Nähe hätten wir. Na, bin ich mir nicht sicher. Das sind 32 Yards. Die Tore stehen 10 Yards hinten. Okay, klarer 40. Das sind klarer 40 und 7 Yards, dann 50 Yards. Na ja, nein, das ist schon. Ja. Den Kicker haben wir nicht. So, 6 Jahre zum Gehen, 4. und 6. Schnell wieder durch, der Quarterback geht wieder Platz auf der rechten Seite und wird aber gestoppt. Aber schnell gestoppt. Desmond Cooper wieder zur Stelle. Und ich denke, wenn ich der Mann in den Griff hat, kommst du nicht mehr aus. Schwierig, ja. So, somit beginnt die Offense gleich. Eigenen 34 ja. Yard Linie. Hast fast kein Verschnaufen für die Patriots Defense. Wieder der Pitch über die rechte Seite. Jetzt schön aufgepasst von der Defense der Patriots. Circa auf Höhe der Lions Game ist gestoppt, aber jetzt ein Spieler der Patriots, der hier liegt. Das kann natürlich auch ein Knackpunkt werden. Kleine Kadergröße, Defense zum Beispiel lang am Feld. Das kann dann sehr wohl auch zur Müdigkeit führen und es kann dann für ein Football-Match schon. Nein, vor allem die Liner spielen größtenteils doppelt. Also doppelt, wenn ja. Du das nächste Mal gewechselt wirst, bitte darauf zu achten, wer tatsächlich rausgeht. Ja. Und das ist natürlich sehr. Der Kraft aufwendig, muss man schon dazu sagen. Ne? So, die Defense der Rangers
ja, das Prunkstück eigentlich der Rangers. Ne? Ja, unbedingt. Teenage Anarchist, wie viele Leute haben die Patriots mit? Also laut dem Roster sind es 29 Mann, die heute hier in Mödling sind. Und das ist halt für AFL-Verhältnisse nicht extrem viel. Wenn man dann doppelt spielen auch noch muss, dann geht es natürlich sehr auf die Substanz, aber gerade deswegen Hut ab von den Delfser, dass sie natürlich, da ja. mithalten gerade noch. Beweisen Kämpfer jetzt. Genau. So, die Spieler sind am Knie, das, man zollt dem verletzten Spieler Respekt. Ich glaube, das ist auch so einzigartig beim Football, dieses aufs Knie gehen, den verletzten Spieler Respekt zollen. Ja, also, da gibt es weltweit unterschiedliche Auffassungen. Okay. Ich erwähne Colin Kaepernick, der wenn naja. Das mit Knie gehen war ein bisschen was anderes. Den sag mir, Knie gehen war ein bisschen ein Problem in Amerika. Ja. Da hast du vollkommen recht. Ja. Ja, Colin Kaepernick, eigentlich auch schon. Also ein mobiler, schneller Quarterback gewesen und sie hat sich eigentlich auch die Karriere mit diesem Zeug ein bisschen ruiniert, würde ich sagen. Ne? Ja, man hat. Ich muss dazu sagen, da kam einiges zueinander, weil er doch in dem Jahr ordentlich nicht sehr viel braucht. Also, ja, da war ja, weit weg von seinem Anfangsheim. Das war gerade die Phase, wie es ja sehr oft schon in der NFL passiert ist, dass die Coaches einen mobilen Quarterback unbedingt zum Pocket-Passer ausbilden wollten. Mhm. Wenn er das könnte, dann hätte er es im College auch schon gemacht. Ja, genau. Ja. Also, Wie ist deins, was gefällt dir für Quarterback? Also ich stehe total auf diese mobilen Quarterbacks. Ja, die sind für mich unberechenbar. Da weiß nicht, was macht er, was tut er. Wie ist da dein Zugang zu Quarterbacks? Es ist natürlich, das attraktivere Spiel ist, wenn es ein Quarterback hast, der mobil ist. Ne? Also, die wir halt in Europa sehr oft sehen. Mhm. Ja, in den USA weniger, so Lamar Jackson, der halt du kannst dann nie sicher sein, hast du den jetzt oder hast du den nicht. Genau, ne? Und in Wahrheit ist er der zweite, dritte, vierte Running Back auf dem Feld. Aber natürlich, wenn ich mich so an die. Also ja, an Tom Brady oder die ganz alten. Ja, Dan Marino, wer den noch kennt, ja, ja. Die halt eine irrsinnige Übersicht in der Pocket gehabt haben und die Bälle einfach so rausgehauen haben, das hat schon noch was Schönes. Ja, ja. So, der verletzte Spieler ist Gott sei Dank wieder. Kann selber das Feld verlassen. Wir hoffen, es ist nicht zu viel passiert und wünschen natürlich das Allerbeste. So. 1:34, 1. und 10. Die Offense der Rangers wieder am Feld. Und 14:0 für die Rangers. Gomez geht auf die Seite hinaus. Diesen Spiel. Oh. Kein Flag. Oh ja, doch kein Flag. Pass auf die Nummer 80. Aber wir haben ein Flag hinter der O-Line. Ich glaube, das war ein. Wenn es ein Vollstart gewesen wäre, dann wäre er abgepfiffen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass es ein Offside der Defense war. Spieler Benjamin hat den Catch gemacht. Ja, ich glaube, der Delfer. Also nicht der Spieler Benjamin, sondern der heißt Benjamin Spieler. Genau, der heißt. Ja. Der Name bietet natürlich da auch für Qualität. Spieler Cooper macht den letzten Tackle. Ja, genau. Ja. Ja, und somit ist man mit einem Pass ja, schon wieder. Die Ranger haben die Strafe abgelehnt, weil ja. Offside der Defense. Und somit bewegt man den Ball nach vor. Und es geht wieder hinaus. Kurzer Pass. Schau, komm es jetzt, meine linke Seite. Wieder vorbei. Und schafft das First Down. Ja, das ist, glaube ich, das, was man mit ihm machen muss. Und das macht er auch gut. Schnellen Passes nach außen, dann nach außen sich bewegen und seine Geschwindigkeit ausspielen. Genau. Wobei man auch sagen muss, war natürlich gegen die Giants nicht so wirklich möglich, die verboten. Starker Wind, also das Wetter war ja ein Wahnsinn. Genau, die Bedingungen sagen. Letzte Woche haben ihm sicher nicht Rekord gespielt. Ja, genau. So, ja, Uhr läuft weiter, 20 Sekunden.
So, kurzer Ball. Pass auf die Nummer 80, der fängt den Ball und kommt in die Endzone. Touchdown Rangers durch die Nummer 80. Ja, ich glaube, das ist er wieder, der Benjamin-Spieler. Okay. Der Spieler Benjamin. Hat ihn wieder gefangen. Genau, wir sehen die Wiederholung. Schöner Catch, dann schnell bewegt in die Endzone, nicht mehr zu stoppen. Wobei wieder ein Dave-Spieler kurz davor hätte den Ball deflecken können. Nein, muss sagen, das, was mir heute sehr gefällt, aber wie gesagt, das kann jetzt das Wetter auch sein. Letztes Mal hat man den Eindruck, dass die Receiver oft nicht gesehen haben, wo ist der Ball, nicht gewusst haben, wo drehe ich mich um. Das passt heute. Ne? Ja. Ein toller Catch vom Spieler. Field Goal dürfte wieder gut sein. Jawohl. Extra Punkt sitzt. Damit Spielstand 21:0. Ja. Stefan Schlappauer. Hallo Schlagi. Wir begrüßen dich aufs Herzlichste. Das wird ein langer Tag für die Patriots. Uff. Ja, Schlagi, ich denke, da wirst du leider für die Patriots recht haben. 21:0 für die Rangers. Und wir haben den Viertelwechsel. Genau. Wir beginnen jetzt mit dem zweiten Quarter. Ja, Fazit, erstes Quarter, Martin. Ja, wir hoffen, die Rangers haben eine Offense. Ja. Das ist erfreulich. Die Patriots, ja, werden leider Gottes dem gerecht, was zu befürchten war, dass das erste Spiel gegen die Vikings kein Ausrutscher war, sondern Personalschwäche ist da. Das sind 28 Leute oder 26 laut Roster, wie wir hier lesen. Mhm. Und ja, irgendwas passt nicht. Das ist ein weit weg von einem Team, das bei 2 Jahren polarisiert hat. Ja. Irgendwas dürfte da passiert sein in den letzten 2 Saisonen. In der letzten Saison und vor allem danach. Wirkt eher wie ein Team, das in Neuaufbau ist. Genau, ja. Teenage Anarchist sagt Patriots wohl leider eine Klasse unter allen anderen der Liga. Ja, wie gesagt, das werden die Patriots selber analysieren müssen. Aber ja, derzeit schaut es so aus wie. Wenn so, Return jetzt, Ball aufgenommen. Ja, Return bis an die 30-Yard-Linie. Auf jeden Fall ein Highlight. Ja. Toller Return. Jetzt First Down Patriots. Von der 29-Yard-Linie. Wobei man sieht aber, dass sie bemüht sind in der Offense. Sie probieren wirklich Yards zu machen. Es gelingt ihnen auch immer wieder. Ja. Aber ja, fehlt halt an der Substanz. Schaut so aus. Man ist auch immer ein bisschen ein Rätsel zu kurz, zu lang. Aber schauen wir mal, was jetzt passieren wird. Übergabe, schön wieder rausgedreht, aber jetzt schnell da, die Nummer 16. Ja, auch an der Line, die Rangers sehr dominant in der Box. Ja. Gut, aber das hat man ja schon gegen die Giants gesehen. Desmond Cooper ja gleich der erste Sack gegen die Giants und da ist viel Druck gemacht worden und das machen sie halt weiter. Defense ja wirklich, der Rangers echt stark, muss man echt sagen. Ja. Hey, sagt, die Salzburg Ducks haben sich gegen die Giants tapfer geschlagen und 17:20 verloren. Wenn es jemanden interessiert, danke für die Info, wir haben sie gerade weitergegeben erst. Und ja, ist ein Ergebnis für die Ducks, das ist sinnlos. Und ja, auf das kann man sicher aufbauen. So, wieder der Snap. Waterback Sack und Ball verloren. Ja, wie spannend war er vorab. Wird noch als Vorwärtspass gelten, aber er ist genau im Wurf, ist er attackiert worden. Nummer 6 war natürlich frei, der Pass hätte schnell rausgehen können. Ja, kommt ein bisschen statisch vor der Quarterback. Hat relativ lang Zeit, aber jetzt wird man die Zeit anscheinend wegnehmen, so wie es gerade ausschaut. Man macht Druck auf ihn. Natürlich. So, 3. und 15. Ja, der junge Mann dürfte ein Eigenbauspieler der Patriots sein. Genau, genau. Man merkt halt schon, dass da ein bisschen Routine fehlt im Vergleich zu einem langjährigen österreichischen Quarterback wie Huda oder Turi.
Und natürlich auch für den Amerikaner sowieso. Ne? Das ist dann schon wiederum eine Komponente, die du zusätzlich in der Offense hast. Ist natürlich, muss man schon dazu sagen. So, was war jetzt? Timeout. Patriots haben einen Timeout genommen. Ja. Man muss jetzt schon dazu sagen, Respekt aber vor der Nummer 12 der Patriots, AFL zu spielen. Ein junger Mann da hinten ist natürlich auch nicht so einfach und er macht seine Sache relativ gut und wird natürlich noch lernen. Ne? Wir haben jetzt mit Nico Ruder einen österreichischen Quarterback bei den Vikings, das ja auch super ist. Ne? Der junge Mann wirklich gut abliefert. Und Alexander Turi bei den Dragons. Turi bei den Dragons, genau. Also das ist für mich sowieso was, was mir echt gut gefällt, weil es ja auch wichtig fürs Nationalteam ist. Das stimmt schon. So, das erste Timeout. Das Patriots ein bisschen zum Durchschnaufen wahrscheinlich. Man hat jetzt nicht wirklich viel besprochen auf der Sideline. So. Ja, die Patriots mit 2 Receiver auf jeder Seite. Relativ hoher Snap, nicht viel Zeit. Versucht das Screen Pass auf Watkins, der aber schon im Ansatz gescheitert ist. Ja, für die Moral der Rangers sicher jetzt einmal was Feines, wenn man 21-0 schon vorne ist. Nach den letzten zwei Partien sicher was Aufbauendes. Genau. So, die Patriots werden jetzt bunten. Und dann sehen wir die Offense der Rangers wieder am Feld. Wieder schöner Bunt. Moravetz mit einer Bunt. Oh. 9. Bei 12 von ca. 10 Yards. Ja. 10, 15 Yards. Ja, da gibt es jetzt auch neue in der NFL, die übernehmen ja ein neues Kickoff-System. Weiß nicht, ob du es schon gehört hast, Martin. Das Kickoff-System habe ich schon gehört. Das glaube ich auch schon in der ELF letztes Jahr. ELF, wurde, genau. Ja. Und die XFL hat es auch. Ja. Die haben es eigentlich erfunden. Ne? Es wird hochinteressant zum Anschauen werden heuer in der NFL. Ja, bin ich gespannt. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist jetzt diese Geschichte mit diesem Verbot des Hip-Draw-Tackles. Ja, das. Ich frage mich halt, wie man das dann. So, was hat er jetzt? Vollstarter Offense. Vollstarter Offense. Strafe gegen die Rangers. Das heißt, das haben wir schön gesehen, ein Offense-Liner hat sich zu früh bewegt. Ja. Der Defense-Liner ist einfach durchgestartet. Und zur Erklärung, die Offense darf sich erst nach dem Snap bewegen. Genau. Das heißt, wenn der Quarterback den Ball nach hinten wirft, dürfen sich die es bewegen. Darum sollte jeder Offense-Spieler den Ball gut im Auge behalten. Ich meine, für den Center. Ah, den Center, Entschuldigung, ja. Darum sollte wenn der Quarterback den Ball nach hinten wirft, ist meistens. Nein, der Center, genau. Und darum sollte jeder den Ball gut im Auge behalten. Genau. So, Hände auf Gomez. Wahnsinn, der Wahnsinn. Kommt bis zur Line of Scrimmage. Wird von der Nummer 64 der Patriots gestoppt. Ja, heute ist Gomez in seinem Element. Man merkt es, heute fühlt er sich wohl. Naja, mit einem Jahr ist er nicht so. Aber er war lang auf den Beinen. Und man hat wirklich gebraucht, eine Zeit lang, bis man ihn runtergekriegt hat. Ne? Also er das stimmt, ist, ja. Die Nähmaschine. Ja, und vor allen Dingen, der ist so klar, den siehst du nicht wirklich. Und greifbar ist auch nicht wirklich. Also, so diese kleinen Running Backs sind echt schwer zum Spielen. Ne? Das stimmt.
Schön gemacht. Oh! Fast intercepted. Play-Action. Ballübergabe angeteilt auf Gomez. Danach Pass auf die Nummer 25. Dem der Ball durch die Hände rutscht. In die Hände eines TBs der Patriots, der ihn aber auch nicht fangen kann. Der hat ihm leider nicht zu fassen bekommen. Für die Patriots. Bauer David war das mit der Nummer 25. So, 2. und 9. 3. und 9. 3. und 9. Wir sind schnell. Ah! Wieder den Ball von Manfred behalten. Wieder der lange Pass. Oh, komplett. Wieder ist es. Ich glaube, es ist der Spieler Benjamin. Ja. Aber wieder schöne Fehlübergabe. Wenn man schaut, Manfred, man glaubt wieder, der Running Back hat den Ball. Ist es eigentlich ja, das, derselbe Spielzug wie beim ersten Touchdown. Da war nichts viel Besonderes. Ja. Der Spieler Benjamin ist einfach gerade gelaufen. Er ist gerade. Ich denke, die Seite dürfte die etwas schwächere DB-Seite sein, der Dallas Patriots. Und die nutzt man gerade aus, so wie es ausschaut. Ja. Extra Punkt durch die Nummer 24. Dürfte wieder gut sein. Sieht's auch, ja. Jawohl. 28:0. Ich glaube, der Schlagi wird recht haben. Das wird ein langer Nachmittag für die Patriots. Vermutlich. Na, es war die Nummer 86, Raphael Schreber, der einen Touchdown gemacht hat, wie wir gerade hören. Ja, von da aus ist es relativ schwer für uns zu erkennen, die Nummern, wenn es so schnell geht. Das verzeiht man uns bitte. So. Der Ball vom Kicking Tee gerollt. Ein schöner Kick, wieder aufgenommen gut, schnell in Bewegung. Und sofort gestoppt, aber der Returner hat sich hier verletzt. Ein harter Hit. Die Nummer 16, wie es aussieht. Ja, das ist natürlich dann, kommt auch noch dazu, jetzt hat man eh schon relativ wenig Spieler am Roster, dann noch Verletzungsgefahr vielleicht auch hoch. So. Dina Anarchist, bin gespannt, ob sie die Mercy Rules fragen. In der AFL gibt es sie ja leider nicht. Nein, in der AFL gibt es sie nicht. Gegen die Vikings, glaube ich, das wurde eh diskutiert in den Social Media Seiten. Glaube ich nicht, dass die Uhr durchgelaufen ist. Ich glaube, die wurde sehr wohl angehalten. Ja, es ist halt College-Regel und da gibt es halt die Mercy Rule nicht in der AFL. Ne? Ja. Mercy Rule ist zur Erklärung. Ich denke, wenn der Spielstand mehr als 35 Punkte Unterschied ist, genau, wird die Uhr nicht mehr angehalten. Außer beim Timeout und bei Verletzungen. Genau. Um quasi den Gegner nicht noch weiter zu ja, demoralisieren, wie auch immer, kann man diese Mercy-Roll spielen, nur in der AFL wird sie nicht angewendet. Ja, das war jetzt ein. Lauf über die linke Seite. Der nicht viel eingebracht hat. Sogar Minus-Yards.
Ja, der Watkins schaut auch nicht mehr sehr glücklich aus. Ja. Gemessen an der Körperhaltung. Ja. Schauen wir mal, wo es weitergeht. Quarterback geht selber, wird gejagt. Oh, fast intercepted. Abgeschlagen, fast intercepted. Pass auf die Nummer 24. Ja, Martin, deine Einschätzung für die Dallas Patriots, wird sich das die gesamte Liga lang ausgehen? Es wird schwer, aber. Salo. Glaube ich. Ne, werden Teufelskreis, das sind 28 Leute. Einige spielen wahrscheinlich doppelt. Ja. Durch die Ermüdung steigt die Verletzungsgefahr. Durch die Verletzungen, die dann kommen, fallen da gleich zwei Leute aus, mehr oder weniger. Zwei genau. Spielerpositionen. Muss wieder andere doppelt spielen und. Das ist. Es wird sehr schwierig werden. Ich bin immer vorsichtig mit solchen Zukunftsvisionen, aber in dem Fall glaube ich, dass es schwer wird. Ja. Und ich Quarterback sehe jetzt Roland über die rechte Seite und gestoppt von der Nummer 95. Der Quarterback jetzt derzeit mehr auf der Flucht, als er Möglichkeit hat. Wir haben jetzt noch 8:30 zu spielen. 4. und 25. Die Patriots werden natürlich jetzt bunten und dann haben wir wieder die Offense der Rangers. Die Rangers führen 28-0. Wir sind im zweiten Quarter und sehen jetzt den Bunt der Patriots. Oh, schlecht. Aber trotzdem. Bunt geht gerade noch los und bounce doch günstig aus Sicht der Patriots. Schön, ja, bis an die 38-Yard-Linie. Also schlechter Snap, aber noch das Beste draus gemacht vom Kicker. Ein Spieler zu wenig am Feld. Ah, da kommt schon die Verstärkung. Schön wieder ausgezogen. Auf wieder um die linke Seite. Gut für ein Yard. Gomez deutet ein Face Mask an. Aber kein Flag der Refs. Ja, die Defense der Rangers natürlich sehr zufrieden. Ja. Kommen wir wieder mit dem Lauf durch die Mitte. Ja, wieder. Jetzt schafft er das First Down. Ja, aber bis jetzt trotzdem ein diszipliniertes Spiel von beiden Seiten. Ja, die Ref lassen laufen. Gute Leistung auch der Refs. Und man steht jetzt schon knapp vor der 40-Yard-Linie der Patriots. Und erster um 10. Es wird bald wieder weiter Pass kommen in die Endzone. Wieder Ballübergabe auf Gomez. Wieder der Lauf. Wieder fürs First Down. Also was mir echt unheimlich gut gefällt von den Manfreds und auch von Gomez, die Ballübergabe. Diese ja. Fake Handoffs, die machen es exzellent. Das stimmt, ja. Also das hat man schon gegen die Giants gesehen. Also das beherrschen sie echt gut. Und als Defense-Spieler tust du da unheimlich schwer, das auszulesen. Ja. So, jetzt genau an der 30-Yard-Linie der Patriots. Aber jetzt schnell, nein, noch immer auf den Beinen, aber jetzt hat man ihn. Ja, trotzdem 8 Yards Raumgewinn ungefähr.
Was mir natürlich sehr auffällt bei den Patriots ist, man ist immer an den Spielern dran, aber dann, man greift es halt wirklich dann immer auf dem zweiten Loch in ein Hot Mess. Ja, unterm Strich kann man es leider Gottes sagen, sie sind überfordert vorher in der NFL. Ja. Sowohl personell als auch qualitativ. Man sieht, die Ansätze sind da, weil es fehlt halt immer das bisschen noch, ne? Genau. So, Mumphries, jetzt kommt der Pass. Dieses Mal in die Mitte. Der Zeiger mit der Nummer 40, Magnus, glaube ich. Ja. Aber schaut nach einem Flag aus. Ja, wir haben einen Flag. Was sagen wir uns die Schiedsrichter? Pass Interference Offense. Ja, damit kein First Down, Strafe gegen die Rangers, die Maschinen zurück. Pass Interference Offense, Martin. Wie funktioniert das? Sobald der Ball in der Luft ist, ist er frei. Und jeder darf nach dem Ball gehen. Du darfst ihn aber nicht hindern, sowohl Offense als auch Defense nicht. Das heißt, in der Offense ist in der Praxis meistens so, dass die Receiver sich dann beim Laufen der Passroute irgendwie abstoßen oder dem DB nur einen leichten Stoß geben, sodass er besser fangen kann, was aber nicht darf. Ne? Wenn das gesehen wird, dann gibt es das. So, jetzt dürfte wieder der Pass kommen. Viel Zeit für Mumphries. Da ist er schon, aber diesmal, oh. Beinahe abgefangen vom Verteidiger der Patriots. Die Nummer 20 der Patriots war knapp dran. Da rasch Philipp war es. Philipp rasch mit der beinahe Interception. Aber 3. und 15 jetzt für die Rangers. Und eine Spieler humpelt schon sehr stark bei den Patriots. So, man stellt sich wieder auf. 64 jetzt am Platz. Man macht Druck. Okay. Pass auf Gomez, incomplete. Das war jetzt ein Swing Pass, war schlauer von Gomez, den nicht zu fangen. So, schauen wir. 3. und 15. Vielleicht wäre das der erste Stopp der Patriots gegen die Offense der Rangers. Das wäre natürlich sensationell. 4. und 15 ist es schon und 4. und 20 und Mumphries am Feld, man spielt aus. Und wieder hat er Zeit und jetzt kommt wieder der lange Pass auf die rechte Seite, aber diesmal zu weit für den Spieler. Eine Spur zu weit. Aber man hat die rechte Seite für sich entdeckt und wieder den Pass versucht. Genau. Aber diesmal zwei Mann, der Delser auf der rechten Seite. Man hat das jetzt auch schon ein bisschen abgecheckt und macht das jetzt ein bisschen. Ja, trotzdem, wenn der Ball da gewesen wäre, dann wäre es ein Touchdown. Der war frei, der war genau. Ein bisschen überworfen. Aber der erste Stopp. Immerhin der erste Stopp. Gratulation an Telfs. Ja. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Genau. Aber es nähert sich. Man steht auf der 40-Yard-Linie. Es wieder drei Mann im Backfield. Diesen Spielzug haben wir heute schon mal gesehen, wo der Quarterback selber geht. Quarterback geht selbst über die rechte Seite jetzt. Ja, circa 5 Yards. Ja, birgt aber auch eine gewisse Gefahr für die Patriots, der Quarterback, den oft selbst zu schicken. Die Verletzungsgefahr natürlich auch relativ hoch. Ne? Ja, aber wenn es das Einzige ist, dass was geht, und ja, das geht, dann muss es halt machen. Ne? Das hat funktioniert jetzt schon zweimal, ja. So, wir haben noch 4 Minuten zu spielen und die Patriots. Wieder 3 Running Backs. Jawohl, und zieht wieder, das geht wieder selbst. Jetzt geht über links, jetzt hat er viel Platz.
Und schafft auf jeden Fall das First Down. Sehr schön. Ja, neues First Down. Ist das erste oder das zweite First Down? Das zweite, glaube ich, haben sie. Ja, das zweite ist es, ja. So, wieder two packs. Aber jetzt die Nummer 6, schön durchgeschwindelt. Circa 2 Hertz. Man versucht jetzt natürlich mit den Rumbly kleine Yards zu machen und ja, gelingt bis jetzt. Ja, genau. Es bringt zumindest, es bringt auf jeden Fall eines, dass man den Ball ein bisschen kontrolliert, die Defense ein bisschen verschnaufen kann. Genau. Bis auf die Liner, weil die spielen alle doppelt. Die spielen doppelt, ja. So, wieder der Quarterback geht selbst. Ja, hat wieder Platz und schöner Raum gewinnen erneut. Ja, circa 4 Yards diesmal. Ja, somit hat man noch 2-3 Yards bis zum 9 First Down und 2 Minuten 20 noch gleich auf der Uhr. Ein zweiter Versuch und 4 sind es ungefähr. Ja. Ja, vielleicht gelingt Ihnen Patriots noch vor der Pause ein Field Goal oder ein Touchdown. Das wäre natürlich zu wünschen. Ja. Wieder zwei Mann im Backfield, zwei Running Backs hinten, drei sogar, aber schnell gestoppt wieder die Nummer 6. Watkins sofort gestoppt, verliert den Ball, aber allerdings nachdem er am Boden war. Ja, hier werden die leckersten Burger in ganz Mödling gemacht. Ein Spieler hat sich verletzt. Ein Spieler der Rangers am Boden, ich hoffe. Das wollen wir nicht sehen. Wir schalten gleich zur Burgerkamera. Genau. So. Ja, jetzt waren gute Ansätze der Rangers, aber dann ist man gleich wieder ja, nach hinten geholt worden. Jetzt steht man wieder relativ weit hinten beim dritten Versuch. Und ja, das Passen ist halt so wirklich das Ding, was die Rangers heute. Die Patriots, meinst du? Ah, die Patriots. Die Patriots heute machen und brauchen. Ne? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ja, jetzt habe ich das Rangers Merch gesehen und war gleich auf die Rangers drauf. Ja, das ist visueller, das kann dich ein bisschen überraschen. Ne? Ja, genau. So, der Spieler steht, ja genau, hier, das Merchandising der Rangers. So, da war. Gut, der Spieler hat Gott sei Dank selbstständig das Feld verlassen. Wir haben jetzt noch 1,42. So, vierter Versuch. Schlechter Snap. Waterberg geht wieder selber. Ja, noch immer auf den Beinen, aber jetzt gestoppt. Draußen. Ja, dürfte knapp nicht rausgehen für dich. Was sagen die Schiedsrichter? Schauen wir mal, es wird ganz eine knappe Geschichte. Gute Stimmung im Stadion, Tribüne gut gefüllt, die meisten sind schon beim Burger wahrscheinlich. Kurz vor der Pause. So, dürfte sie? Nein, dürfte nicht ausgegangen sein. First Down Rangers. Ja, ein Funken Hoffnung, der schnell verloschen ist. So ist es. Das Gute ist, vor der Pause. Wird es nicht mehr viel passieren? Ja. So, alle kommen es nicht mehr, die Rangers.
Und wieder angetäuscht, wieder die rechte Seite, aber zu kurz diesmal. Auf die Nummer 17, incomplete. Ja, da ist jetzt schon ein bisschen mangelnde Konzentration bei den Rangers, glaube ich. Das ist ein bisschen früh. Ja. Vor allen Dingen, wenn man 28-0 vorne ist, sollte man ein bisschen konzentriert Sachen versuchen, genau, und auszuprobieren. So, 80 Spieler geht in Motion. Genau. So, und jetzt wieder die rechte Seite und deflected von der Nummer 14. Schön verteidigt. Ja, Zeit gestoppt. 2 und 10 für die Rangers. Nein, das müsste schon der dritte sein, glaube ich, oder? Dritter ist es schon. Die Technik wird uns gleich sagen, ob das der dritte schon ist. Kommen wir jetzt noch auf den Beinen. Dritter und 10, jawohl. Gestoppt. Damit haben wir jetzt Vierter und 4 ungefähr. Ungefähr. Und ich denke, die Rangers werden. Panten. Nein, die spielen wieder aus, so wie es ausschaut. So, jetzt muss ich erstmal den Downmarker umblättern. Ja, jetzt ist er 4. Dritter und 4. Ja, sie spielen wieder aus. Vierter und 4, so, schauen wir. Oh, schnell, Flag. Ja. Beim Offside wird normalerweise nicht abgepfiffen. Wenn es aber zu einer Berührung kommt, dann wird abgepfiffen, daher. Ja. Ja, Schiedsrichter zeigt mit der Hand auf die Defense. Ja, somit neues First Down, schön gelockt von der Offense. Genau. Und der Defense-Spieler ist zu früh gestartet, somit die Strafe für die Patriots und somit das Automatical First Down. Na, automatisch wäre es nicht, aber in dem Fall es sind 5 Yards und sie haben ja nur 4 gebraucht. Darum sage ich ja, genau, darum, ja, automatisch wäre es nicht, aber weil es nur die 4 genau gebraucht haben. Es gibt ja auch Fouls, was heißt. Ja, ja. Dann gibt es. Ja, ja, ja. Aber für mich war es jetzt so automatisch, weil es eben nur mehr die 4 Yards waren. So. Wieder den Ball gut rausgezogen, aber diesmal sind die Spieler der Patriots da. Aber gut, okay. Schöner Pass auf die Nummer 86. Das Schneeweiß Raphael. Schöner Catch wieder. Der auch schon einen Score erzielt hat. Ja. Wieder Manfred viel Zeit. Schön durch die Mitte. Nummer 17. Ja. First Down Rangers. Jetzt am Anfang hat man gesehen, haben schon noch Druck gemacht auf Manfred, aber jetzt hat er echt viel Zeit. Gell? Ja, genau. Also man merkt schon wirklich, dass die Line der Patriots ja, substanziell jetzt schon langsam müde wird. Ne? Ja, kann man so sagen. Ja. Ja, wir sind gleich in der Halbzeit. Leider Gott hat sich ein DB der Patriots jetzt verletzt. Ja. Genau, der liegt am Boden. Darum sind wir jetzt mit der Kamera bei den Spielern der Offense. Da wird sich abgesprochen, was ist noch möglich, was können wir noch machen. Hier die Defense. Ja, ich denke,
die Rangers werden noch einen Touchdown vor der Pause versuchen. Sie werden es auf jeden Fall probieren. Und dann hoffe ich, meine ja, doch auch die Backups reinzugeben. Ja, ja. Genau, also Backups heißt im Prinzip, man hat ja Spieler, man hat die Starting-Player, dann hat man eben diese Backups, die im Hintergrund halt jetzt noch nicht so die Leistung bringen wie der Starting-Spieler. Genau. Und dann wäre halt die Zeit, wenn man schon relativ weit vorne ist, dass man auch diesen Spielern die Chance gibt, sich zu genau, beweisen. Ne? Spielzeit zu gewähren. Ja, wir hoffen natürlich, dass dem Battle-Spieler nicht zu viel passiert ist. Ja, wir hören das Publikum klatschen, das heißt, er dürfte selbstständig wieder das Feld verlassen. Das ist auch gut so. Wir wünschen ihm das Beste. Ja, da geht er schon. Gott sei Dank. Wieder ein bisschen Unterstützung, aber es geht. Aber es geht, genau. Ja, man muss jetzt schon sagen, es ist halt schon ein sehr, sehr kraftaufreibender Sport. Ne? Es ist ein Kollisionssport und man ist viel in Bewegung, auch in der Line vorne und es kostet schon immense Kraft. Schauen wir mal, was die Rangers noch machen bei der Halbzeit. Empty Backfield. Dürfte Mumphries wieder. Pass auf die 17, aber schön verteidigt von den Patriots. Die Nummern der Patriots-Spieler leider sehr schwer zu erkennen. Auf den weißen Dressen, das hebt sie nicht wirklich ab. Tut uns da wirklich leid, dass wir da nicht sagen können. Ja, vielleicht als Information an den Zuseher. Wir sehen das gleiche Bild wie ihr. Ja, genau. Wir sind nicht. Wir haben versuchen da unseren Senf dazu zu geben. Ja, genau. So. Dürfte ein Timeout? Timeout Rangers? Ja, genau. Ja, 25 Sekunden. Warum nimmt man jetzt ein Timeout? Da hat der Coach irgendwas gesehen, was ihm nicht gefallen hat. Genau, und er will wahrscheinlich diesen Touchdown noch nach Hause nehmen. Man darf eigentlich nicht vergessen, dass das Spiel. Aber wenn es jetzt blöd klingt und hart, sorry Patriots-Fans, hat jetzt für die Rangers einen gewissen Trainingscharakter. Genau. Man kann unter Live-Bedingungen, wenn man so will, auch ein bisschen trainieren, ein bisschen was ausprobieren, zu dem man vielleicht im Training nicht so kommt oder wie auch immer. Ne? Ja. Das werden die Rangers jetzt sicher auch noch machen wollen. Ne? Genau. Ja, und so wird man vielleicht den einen oder anderen Spielzug, den man jetzt noch nicht gezeigt hat, im Beta mal probieren, wie funktioniert er, wie funktioniert er nicht. Gut. 25 Sekunden noch auf der Uhr. Gomez steht wieder bei Mumphries hinten, der Running Back. Und der Snap. Nicht über auf die linke Seite. Ja, hinter der Snap. Ball abgefangen in der Endzone. Leider Gottes der Return aus der Endzone raus. Das war jetzt nicht der Schlauste. Aber trotzdem. Ja. Warum der Return raus? Wäre der Ballträger mit der Interception in der Endzone getackelt worden? Wäre es an der 20 oder 25 Jahre Linie losgefahren? 20 Jahre Linie, genau. Und so geht es dort los, wo er gestoppt wurde. Das ist eine 2 Jahre Linie. Ja. Ja, aber ein Erfolgserlebnis für die Patriots, eine Interception. Genau. Und man hat den Ball und sollte aber jetzt vorsichtig sein, den Ball zu bewegen und nicht nach hinten in die Endzone gedrückt zu werden, weil das wäre natürlich dann noch das Tüpfelchen auf mich. So, erster und 10. Und der Quarterback, gefährlich aus der Endzone, geht raus, bewegt sich zum First Down.
Oh, schöner Hit vom Quarterback. Schafft das First Down und läuft noch einen DB, der einen Tackling möchte, um. Ja. Ich glaube, es hat dem Defense-Spieler mehr wehgetan als dem Open-Spieler. Ja, war. Aber gefährliches Spiel der Patriots, oder? In der Endzone selbst hätte leichter in die Augen gehen können. Naja, besser als er steht hinten und möchte passen und wird gesagt. Also das ist klar, dass er sich bewegt. Aber trotzdem, oft sieht man sowas nicht, ne? Nein. Wie gesagt, die Möglichkeiten der Patriots sind heute überschaubar. Überschaubar. So, das ist das Ende der ersten Halbzeit. Gut, das heißt, wir gehen auch in die Pause. 28-0 für die Rangers gegen die Patriots. Und der Martin und ich werden sich jetzt dann auch eine Kleinigkeit gönnen. So ist es. Genau. Bis später. Wir sind mehr als nur eine Bank. Wir sind nah an den Menschen und fördern das Miteinander. Wir engagieren uns aktiv in unserer Region. Mit 15 Bankstellen in Ihrer Nähe sind wir stets für Sie da. Gemeinsam gestalten wir eine starke, nachhaltige Zukunft. Mit Sicherheit höchstpersönlich. Ihre Raiffeisen Regionalbank Mödling. You a bad bitch, fuck it up. Freak bitch, you touch your toes like what? Like, said it's summertime, you tryna have some fun. Get lit. If you a freak, do your shit, don't run. Don't do no running. It's summertime shit, which hoes fuckin'? Gonna take this little bitch, yeah, her nigga ain't on nothing. Fuck pound town, tryna go to Soul City. Your bitch turned up, she said, can you put it in me? Like what? Okay, let's get it. Shit. I done fucked up the whole program. I beat her off the wall, dick her down, get nasty on cam. She know I fuck her right, all night, alright. Turn off the lights, I'm beating like a mic. Tell her don't run from this pipe. Let me see you fucked up, go ahead, shake some. The bitch going down, she just put my chains on. Got her going crazy, legs shaking, watch her move. Told her you gotta fuck it up, not the one who made the rules. Left, right, let me see you do it. Left, do it, right, do it. Left, do it, right, do it. Left, do it, right. Do it, left, do it, right, do it, left, do it, left, do it, left, fuck it right, go left, fuck it right, left, fuck it right, fuck it up, fuck it right, go ahead, fuck it up, right, left, right, left, right, left, right, fuck it up. Bitch soaking wet, yeah, she wet, Soak City. Watch the fuck it up, 360. Like bow, take care of my system, getting fucked. Like, she was with you, now she my slut, beat it up, bow. She dropped all that up, watch her pick it up, like, bow. Why the hell you keep talking, just fuck it up. I took the bitch to Soak City, yeah, she love the fuck. You a bad bitch, fuck it up, freak bitch, she touch her toes, like what, like, Said it's summertime, she tryna have some fun, get lit. If you a freak, do your shit, don't run, don't do no running.
So, willkommen zurück zur zweiten Halbzeit der Rangers gegen die Patriots, 28-0 für die Rangers. Ja, Martin, jetzt haben die Rangers heuer das erste Mal und es wird ihnen gut tun. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kann man natürlich auch Charakter zeigen. Ist halt schwierig jetzt für die Rangers die Gratwanderung zu bestreiten zwischen, okay, wie sehr spiele ich noch, nutzen das Spiel wirklich als Training und wie sehr laufe ich Gefahr, den Score in die Höhe zu treiben. Ja. Die Patriots wirken überfordert. Jetzt der Return. Nicht. Ich war ein kurzer Kick mit kurzem Return. Ball jetzt an der 36-Yard-Linie ungefähr. First down Patriots. Ja, die Patriots sind in jeder Phase eigentlich überfordert. Sowohl ja. In der Offense. Also wenn dein bester Spielzug der Quarterback-Sneak ist oder der Quarterback-Run, dann weißt du, was das Problem. Ja. In der Defense, ja, auch rächt sich irgendwann mal dann doch bei allem Kämpferherz, das man hat, dass man, wenn man einfach durchgehend am Feld ist, dann geht da irgendwann mal die Power aus. Genau, kostet sehr viel Substanz. So, aber wie du ja schon angesprochen hast, haben wir die Rangers dann noch die Möglichkeit, die Backups einzusetzen. Schnell wieder beim Quarterback durch gewesen. Ja, man merkt jetzt auch, dass sehr viel Druck gemacht wird, ist, dass die Rangers sehen natürlich auch, dass die Patriots müde werden. Ja, und die Line der Patriots lassen natürlich auch ein bisschen nach. Genau, genau. Das war jetzt ein Play-Action-Versuch. Ja. Und wenn der erste Bam beim Quarterback ist, noch bevor er das Fake macht, dann weißt du, du hast ein Problem. Ne? Ja. So, mir wird gerade von der Technik geholfen. Mein Mikro dürfte schlecht hängen, aber jetzt, glaube ich, haben wir die Lösung gefunden. So, die Patriots sind wieder bereit. Der Quarterback on the center. Die Übergabe wieder auf die Nummer 6, schön wieder Wolfing gemacht. Ja, jetzt wird er gestoppt nach ca. 4 Yards. Genau. Ja, wir haben auch noch ein paar Ergebnisse aus dem Unterhaus. Division 3 hat heute gespielt. Die Blackwell Wild schlagen die Mostviertel Bastards mit 29-23. Die Pannonia Eagles schlagen die Predators aus Steyrs mit 6-0. Und die AFC Grizzlies besiegen die Goldwert Raccoons AF mit 38-7. Auch sehr deutlich. Ja, wenn ihr mehr über das Unterhaus erfahren wollt, dann schaut auf YouTube Football oder Double Trouble. Adi Zenz und ich analysieren das Unterhaus, aber auch die AFL. Und wenn ihr Interesse habt, schaut mal rein. Ist immer interessant und wir würden uns natürlich freuen. So, wir haben jetzt Dritter und Acht. Angetäuschte Übergabe, wieder viel Zeit für den Quarterback und ja. Pass ein wenig überworfen. Damit vierter Versuch und 8. Eines kann man den jungen Mann schon zugestehen, er versucht wenigstens. So ist es. Also er probiert es wirklich, er probiert die Passe, er hat die Zeit und ja. Aber leider nicht sehr von Erfolg gekrönt. Aber 4 und 8, das heißt die Patriots werden jetzt bunten und dann haben die Rangers die Offense wieder Ball besitzt. So, jetzt natürlich auch etwas Abstimmungsprobleme. Wer geht rein, wer geht raus, wenn alle schon so müde sind. So, relativ schlechter Snap, aber doch gut vom Kicker aufgenommen. Ja. Ball geht out of bounds an der knapp 30-Yard-Linie, 29-Yard-Linie. Damit First on Rangers. Die Kicks beider Teams gehen eigentlich immer so weit. Also die Kicker echt ausgezeichnet, ja. Und der Druck bringt den Ball auch schön weg. Ja, haben wir bis jetzt auch gut trainieren können. Ne? Ja. Nicht stimmt, ja. So, First and Rangers, Handoff auf Gomez. Allerdings sofort gestoppt im Backfield. Ja,
wieder aus schlechte Übergabe. Pitcher wieder linke Seite, allerdings jetzt Schwierigkeiten. Gomez macht den Ball. Sprich, er kann ihn nicht gleich kontrollieren. Erobert den freiligen Ball aber dann doch zurück. Xenon, the one and only, Servus, sagt Quarterback der Patriots, kommt aus dem Nachwuchs der Schwarzhammers. Okay, interessante Info. Danke für diese Info. Schwarzhammers, derzeit in der Division 2 beheimatet. Voriges Jahr noch Division 1 gewesen. Mhm. Und jetzt in der Division 2. So, Roland vom Anfang auf der rechten Seite, aber der Nummer 86 kann den Ball nicht fangen. Ja, man merkt bei den Rangers ist auch schon mangelnde Konzentration, stelle ich fest. Schneeweiß, Raphael, eigentlich sonst der sichere Fänger. Ja. Wunderbar. So, die Rangers punten. Oder sind in der Puntformation am Feld? Formation am Feld, genau. Jetzt kommt der Punt. Wieder ein schöner, weiter Punt. Kommt gut, geht noch weit. Ja. Auf alle Fälle die Patriots einmal jetzt die Rangers gestoppt und nicht gleich wieder einen Touchdown. So ist es. Man sieht hier die Sideline der Range, der Patriots. Erster um 10. So. Wieder auf die Nummer 6. Pitch über Watkins über die rechte Seite. Allerdings gut aufgepasst von der Defense der Rangers. Ja, weil wir die Nummer 1 hier sehen von den Rangers. Der hat ja nicht viel zum tun. Desmond Cooper. Heute darf er sich etwas ausrasten. Na, Gerhard Breuer, der Obmann der Rangers, wird das nicht hören. Wird gerne hören, dass sich ein Legionär ausrastet, aber. Aber gegenüber den letzten beiden Match hat er heute weniger zu tun. Kommt recht wenig zu ihm, das stimmt, ja. Schaut wieder nach einem Run des Quarterbacks aus, ja. Die Delfs. Defense. Ja, die Patriots wirken nicht so, als würden sie aufstecken. Ja. Da ist schon ein bisschen Funkel in den Augen. Ja. So, jetzt haben wir den zweiten Versuch und 4 Yards ungefähr. So, wieder. Der dritte müsste sein. Schaut wieder nach einem Lauf des Quarterbacks aus. Ja, genau. 3 Running Backs. Er geht wieder durch die Seite sehr schnell. Und schaut. Und dürfte das sich ausgegangen sein. Wieder was sehr knapp. Wird sehr knapp. Die Nummer 20 ist hier angeschlagen, der Rangers. Schaut nach einem Krampf aus. Dotze Caldito. Lorenz Krani, Servus, wo denkt ihr, würden die Dels Patriots in der D1 stehen? Ja, gute Frage. D1 hat noch nicht angefangen. Können wir nicht wirklich noch analysieren, aber von der vorigen Saison her, wenn man die hernimmt, gute Teams in der D1, würde ich die Patriots eher im unteren Mittelfeld anlegen. Ich muss meiner Schande gestehen, ich habe die Division 1. Nicht genau beobachtet, ich kenne zwar den Städten Panda sehr gut, ja. Die ja seit Jahren eigentlich immer wieder eine Klasse für sich sein in der D1. Ja.
Oder zumindest vorne dabei, eine Klasse für sich vielleicht nicht. Die Knights, glaube ich, auch spielen immer Knights, wieder vorne genau, dabei. Genau, bei Red Tigers waren wieder dabei heuer. So. Das First Down. Und jetzt schauen wir, wie geht's weiter. Aha, Übergabe an den Running Back. Sehr gut gemacht. Seite. Jetzt hat er Platz und schafft das First Down. Sehr schön. Ja, sehr toller Lauf von Watkins. Ja, wie gesagt, wie du es angeschnitten hast, bei den Rangers auch schon ein paar Backups in der Defense. Genau. Ja, das merkt man dann schon, wenn ein Desmond Cooper nicht drinnen ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz, schöner Lauf. Der Nummer 6 der Patriots. Also der Mann hat schon heute gezeigt, dass ein Geld wert ist. Natürlich, ja. So, schaut aber aus, wie wenn er sich etwas leicht verletzt hätte, aber wieder drei Running Backs hinten, wieder angetäuschte Übergabe, Quarterback geht wieder selber, geht durch die Mitte und wieder ein First Down. Tolles First Down durch die Nummer 12. Naja, die Offense der Patriots gerade im Marschieren und ein First Down nach den anderen. Ja, hatten wir heute schon mal und dann ja, wurde es aber abrupt gestoppt. Schauen wir, wie weit es jetzt geht. Auf alle Fälle noch immer 28-0 für die Rangers. Man bleibt bei den Mitteln mit den drei Running Backs im Backfield. Und wieder geht die Nummer 12 selber, aber jetzt gestoppt, schnell gestoppt. Ja, nach circa einem Jahr, vielleicht zwei. Ja, Hut ab von dem jungen Mann, der steckt da einiges ein. Und jetzt schaut es nicht mehr so gut aus mit der Nummer 12. Ja, das ist das, was wir schon vorher angesprochen haben. Genau. Das ist natürlich die Gefahr, wenn der Quarterback viel selber geht, die Verletzungsgefahr relativ hoch ist. Und noch dazu, wenn man eh schon so ein bisschen mit am Kader ist und dann eher viel machen muss, wie das jetzt gerade macht. Ja, kann dann das passieren und wir hoffen, dass da nicht mehr passiert ist. Ne? Ja, ist deinem zu wünschen. Bei ihm auch persönlich, weil er zeigt ein großes Herz. Genau. Ja, aber wenn das deine einzige Möglichkeit ist, den Jagd zu machen, dann musst du die mitführen. So ist es. Aber es schaut so aus, wie man... Jetzt muss man für einen Spielzug vom Feld zumindest. Genau, und motiviert sich selber. Chapeau für den jungen Mann. Der Dandler Martin, alle Achtung. Riesenkämpferherz. Die Frage, wer jetzt Quarterback übernimmt. Als Quarterback, genau, das wird die spannende Frage sein. Wir werden es gleich sehen. Aha, schaut aus, wie wenn die Nummer 6 jetzt den Quarterback übernimmt. Man wird wahrscheinlich eine Wildcat Formation. Ja. Ja, hoher Snap, aber Flag. Forced Offense. Das tut natürlich sehr weh. Aber der Quarterback kann jetzt wieder zurück aufs Feld. Ja, oder man bleibt bei der Wildcard. Okay. Na, ich sehe den Quarterback, er ist schon wieder da. Ja, ist wieder am Feld, ja, das stimmt. Ist schon wieder da. Aber wieder das private Mittel für die Patriots mit drei Running Backs im Backfield. Quarterback spricht sich ab.
Kingsman spielt der Tief Import der Rangers. Ja, Desmond Cooper spielt, aber ist jetzt nicht am Feld, denn die Rangers dürften schon die Backups aufs Feld gebracht haben. Aber Desmond Cooper hat gespielt und war schon am Feld. So, jetzt ein bisschen Missverständnis gerade anscheinend. So, die Nummer 12 ist es wieder rausgegangen. Okay, man geht wieder auf die Whitecat. Watkins als Quarterback. Ich nehme an, er läuft jetzt über rechts. Und man spielt, probiert denselben Spielzug noch einmal. Watkins in Bewegung. Die rechte Seite hat viel Platz und erzielt ca. 8, 9 Yards. Ja. Ja, dieser Watkins echt schwer zu stoppen. Der Mann ist echt gut, ja. Also der gefällt mir sehr gut. So, jetzt ist, glaube ich, die Nummer 12 wieder da. Ich denke, Watkins wollte dieses Spiel so unbedingt haben. Ja, so hat es auch. Ja. Damit haben wir jetzt 2. und 5. 3. und 5, so. So. Und 5. Wieder Nummer 12. Ja. Und Übergabe an Watkins. Und der geht wieder. Stoppt wieder durch. Schön und gemacht. Schön Platz gemacht. Und komm zum First Down. Sehr schön. Mehr. Paul Wesley, ist Watkins auch ein Import? Jawohl, Watkins ist ein Import, kommt aus den USA in Nummer 6 und spielt echt ein gutes Spiel heute. Aber natürlich, man sieht auch an seiner Körpersprache, kostet sehr viel Substanz. Merkt man schon auch bei Watkins. Und wieder die Nummer 12. Nummer 12 durch die Mitte. Schöner Raumgewinn wieder und man nähert sich der Endzone. Paul Wesley fragt, ist es üblich auf der Running Back Position einen Import wahrscheinlich zu haben? Ja, also wenn man einen Import nimmt, nimmt man einen Quarterback, glaube ich. Aber wenn man in der Offense Quarterback, Running Back. Ja, auf jeden Fall Skill Positions eher. Ja. Genau. Warte, jetzt wieder ein Quarterback Run durch die Mitte. Schnell aufgeleint von den Patriots. Ist sie das jetzt ausgegangen? Das ist die Frage. Jetzt wäre es ein Quarterback Sneak. So, schauen wir mal, was die Refs sagen. Dritter Versuch. Okay, da fehlt noch einiges. Die Rangers, Defense Line. Und wieder drüber. Aber ich glaube, jetzt ist es ausgegangen. Jawohl, schaut so aus, jawohl. Touchdown für die Patriots. Die Ref zeigen. Touchdown Patriots. Gratulation, 28-6. Also das Kämpferherz wird belohnt. Ja, die ersten Punkte. Durch die Nummer 12, danke. Genau. Ja, auch für die Patriots die ersten Offensivpunkte in der Saison, oder? Nein, nein, die Vikings haben 7 Punkte gemacht. 7 Punkte, ja. Ja, heute die ersten Punkte. Und der Field Goal Versuch ist der erste Punkt ist drinnen. Jawohl. Ja, somit 28-7. Ja, also vergönnt man den Tirolern. Auf jeden Fall. Haben sie sich verdient, kämpfen wirklich brav. Also das kann man ja nicht sagen, die Nummer 12, grandios, Nummer 6 auch. Ja, nochmal, um zur Legionärsfrage zu kommen. Im Normalfall, ja, Quarterback ist natürlich die schwerste Position auszubilden. Mhm. Und dann, je nach Kaderfrage, Running Back oder Receiver, je nachdem. Genau, genau. Also Offense, wenn man sich Offense Line holt, muss man entweder schon sehr gut bestückt sein. Ja. So, somit schreiben die Patriots an und bei 1,36 im dritten Viertel. Genau. Man merkt aber jetzt schon, also wenn man das Ergebnis jetzt von heute und gegenüber zu den Vikings vergleicht, ist ein bisschen so schon den Unterschied, oder? Zwischen den Mannschaften so wie Rangers, Vikings. Man hat jetzt nicht so die Punkte angeschrieben jetzt wie die Vikings. Ne?
Ja, das braucht man leider nur die Punkte anschauen, da muss man sich die Mannschaften auch anschauen. Das reicht, wenn du das Spiel anschaust. Ja. Da sind schon Unterschiede da, das muss man fairerweise sagen. Ja. So, wieder ein guter Kick, geht relativ wieder weit nach hinten. Schön aufgenommen, stoppt jetzt kurz, aber schnell gestoppt. Ja, Return bis an die 30-Yard-Linie, oder? Nein, bis an die 20-Yard-Linie. 20-Yard-Linie sogar. Ja, die Patriots motiviert aus der Pause gekommen. Ja, man merkt dann jetzt auch natürlich, also, danke Rangers, dass sie die Backups bringen. Genau. Die Patriots nicht hinrichten wollen, was sehr fair ist, aber sie profitieren auch davon, weil auch ihre Backups eben ihre Spielzeit kriegen, das genau. Ist wichtig. Genau. Aber man muss trotzdem vorsichtig sein als Team, dass das nicht nach hinten. Natürlich, ja. So. Und Mumphreys läuft im Bedrängnis, aber macht die Und gestoppt. Das sogar weit hinten. Minus-Yards. Gute 10 Yards verloren. Ja. Das ist ein Quarterback-Sack. Ja, auch bei jeder Führung sollte man in der Offense jetzt schon schauen, dass man weiter in Schwung bleibt und das nicht nachlässt. Genau. Weil die Offense ja nicht wirklich so das Herzstück der Rangers ist und das sollte man halt schon jetzt ein bisschen schauen, dass man da dran bleibt. Ja, man sieht jetzt aber auch in der Offense-Line sind Backups drinnen. Ja. Übergabe auf Gomez, aber auch der wieder schnell gestoppt. So, die Uhr läuft. Wir haben noch jetzt 20 Sekunden bis zum vierten Quarter. 28-7 für die Patriots. Die Rangers-Spieler motivieren sich, sagen, komm pushen, wir hören jetzt nicht auf. Mumphreys wieder am Ball, kurzer Pass nach außen, schön gecatcht, aber schnell wieder gestoppt. Das haben wir letzte Woche auch schon gesehen, dieser Double Screen. Zuerst also nach rechts geschaut auf den Screen ja. Und dann links auf den Receiver Screen. Diesmal gefangen, aber auch gut reagiert vom Linebacker der Patriots. So, somit sind wir Ende drittes Quarter. Seiten werden zum letzten Mal gewechselt. Ja, 28-7. Die Patriots haben jetzt angeschrieben durch ihren Quarterback. Schöner Touchdown und ja, jetzt sind wir gespannt. Auch die Rangers jetzt die Offense hinten schnell gestoppt auch wieder. Dritter und 20. Noch nichts passiert, aber man muss trotzdem vorsichtig sein. So, die Sonne ist auch schon verschwunden. Bereiten sich schon auf die Sommerzeit vor. Ja. Muss am Morgen Stunde früher aufgehen. Ja. Drum hat es heute schon früher Otrat. Ja, das passt, Martin. So. Gut. 23, wir haben jetzt noch 12 Minuten, das letzte Quarter. So, und vierter Versuch, die Rangers werden punten. Die Rangers punten doch, der vierte Versuch. So, punten aus der eigenen, fast aus der eigenen Endzone heraus. Wieder ein hoher, guter Punt, geht aber weit. Ja.
So, damit First Down Patriots. Von ihrer eigenen, was haben wir da, 36-Yard-Linie. So, wir werden jetzt schauen, ob die Patriots bei den Mitteln mit dem Quarterback-Run bleiben, mit denen sie ja doch den Touchdown gemacht haben. Ich nehme mal an. Viel mehr habe ich bis jetzt noch nicht gesehen von Ihnen. Ja. Also der Lauf von Watkins. Oh, Missverständnis. Nein, das war schon absichtlich. Allerdings schlecht ausgeführt. Watkins noch immer auf den Beinen. Ja, hätte sollen ein Direct Snap auf den genau. Running Back wären. Aber da war ein bisschen eine Miscommunication. Ja, der Snap einfach zu hoch. Zu hoch, ja. Die Idee wäre ja gut gewesen, der direkte Snap auf dem Running Back, wenn es aufgeht. Ist immer eine gute Idee. Ja. Und für die Patriots jetzt nichts zu verlieren, die probieren halt jetzt, was möglich genau. ist, um Yards zu gewinnen. Aber in dem Fall war es leider ein Schuss nach hinten, im wahrsten Sinne des Wortes. So, der Quarterback ist. So, damit haben wir jetzt den zweiten Versuch und sehr weit. Sehr, sehr weit. Wieder der Run vom Quarterback und Lauf ja, sehr Platz, schön, sehr weit. Die verlorenen Yards gut gemacht und mehr. Dann haben wir jetzt dritte Versuch und 6 Yards. Ja, sehr schön. Man nimmt eigentlich die offene Seite für den Raumgewinn. Genau. Man überladet eine Seite, um die andere Seite quasi zu öffnen. Ja. Ritter und 8. Ja, 10. Versuch und 8 Yards von 2. und 20 oder was es war. Ja, ja, sehr viel rausgeht, sehr viel Yards. Du schaust wieder nach denselben Players. Nein, man übergibt der Podgins nach außen, aber schnell jetzt gestoppt. Ja, jetzt hat man sich nicht mehr überraschen lassen. So hat die Defense cool aufgepasst. Ja, und somit werden die Dells voraussichtlich banten. Ja, aber sie zeigen doch, dass es möglich ist und das, was möglich ist. Sie kämpfen wirklich. Ja, sie kämpfen bis zum Schluss. Abstecken wollen sie nicht. So, so viele Spieler von den Patriots haben wir schon lange nicht gesehen. Es ist fast alles am Feld. Man zählt gerade durch, es ist aber eh überschaubar. Sind mehr am Feld als auf der Sideline. Ja. Martin Dandler, echte Maschine. Ja, Andreas Brehm, muss man ihm lassen. Der junge Mann ist echt auf Zack und macht seines, was er machen soll. Oh, der Punt ist abgerissen. Ja, kann man auf so sagen. Der Seite draus. Hat hoffentlich niemand, hat hoffentlich keinen Zuschauer verletzt. Ja. Ist leicht möglich. Ein Fleck haben wir auch. Und warum? Das habe ich nicht gesehen. Das weiß ich nicht. Werden wir gleich erfahren, aber ich denke. Nein, war kein Fleck. So, lala.
Die Defense die ganze Zeit jetzt schon seit der zweiten Halbzeit mit 4 Mann an der Line, vorher mit 3. Man macht Druck und wieder wäre es fast zu weit gewesen, aber jetzt. Gomez hat den Ball. Jetzt hat er Platz auf der rechten Seite. Und schafft das First Down. Ja, der rechte D-Liner, der Peter, ist sehr nervös. Der lässt sich sehr leicht locken, fällt auf. Ja, stimmt. So, und fast wäre Manfred ausgerutscht, jetzt geht das Teil. Manfred selbst über die rechte Seite, er hat viel Platz und schafft das First Down. Ja, wäre, glaube ich, ein Pass angedacht gewesen, aber dadurch, dass er weggerutscht ist, der Quarterback, genau. Hat er noch das Beste daraus gemacht, ist selber gegangen. Hat er improvisiert und das First Down erzielt. Lorenz Grani, denkt ihr, dass die Rangers dieses Jahr die D1 gewinnen würden? Lorenz, das ist... Ja. Kaffeesudleserei, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Schwer, echt schwer zu sagen, weil wir ja in der D1 noch nicht wirklich jetzt Teams gesehen haben. Darum, glaube ich, können wir da wirklich nicht... Aber ich gehe mal davon aus, ohne es genau zu wissen, aber alleine kadermäßig haben sie schon einen großen Bonus. Hätten sie einen großen Bonus in der Division gewonnen. Sie wären auf alle Fälle vorne mit dabei und würden wahrscheinlich um den Titel mitspielen. So, die Uhr läuft. 28-7 für die Rangers. Die Rangers Offense am Feld. Wir haben jetzt 2. und 3, wenn ich das richtig sehe. Ja, wir haben ein bisschen Probleme mit der Anzeige. Das dürfte von draußen von der Uhr kommen. So, die Nummer 23 nun als Ballträger. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen First Down. Jawohl. Und natürlich, die Uhr läuft weiter durch die Runs. Bleibt die Uhr nicht stehen. Und wir haben jetzt 1. und 5 angezeigt. Nein, ja. Die 1. und 10. First and Goal. Wir sind, glaube ich, an der 10-Yard-Linie, wenn ich das richtig sehe von hier. Ja, genau. Also haben wir First and Goal. So, jetzt wird man schauen. Ich denke, die Rangers... Ja, die Übergabe wieder auf den Running Back und schaut gut aus. Wieder und er kommt durch. Jawohl. Nein, das ist Gomez, der Nummer 28 war es. Schön gemacht von der 28. Gomez mit seinem ersten Touchdown in der eigenen Saison. Ja, genau. Damit Spielstand 34-7. Ja, und heute kann er natürlich seine Schnelligkeit und seinen Speed kann er echt gut ausspielen. Ja. So, wieder ein Mann fehlt. In der ganzen Euphorie hat man einen Mann weniger am Platz. Aber wird gleich nachgefüllt, geht ruckzuck. So, extra Punkt. Schaut so, gut aus. Sitzt, wenn ich das sehe. Ja, somit 35-7 für die Rangers. Ja, aber weil wir vorher schon Diskussionen hatten, ob es eine Mercy Rule gibt in der AFL. Gratulation an die Patriots, sie haben die Diskussion einfach unterbunden, indem sie rechtzeitig gescored haben. Ne? Genau, ja. Das stimmt, ja. Also abgesehen davon, dass es keine Mercy Rule gibt. Ja, genau, aber durch das jetzt... Übrigens ist auch das Gespräch darüber. Genau. Ja, eines muss man denen, den Roland, wirklich zugestehen. Also man kämpft da wirklich beherzt und das ist wirklich Wahnsinn. Also das muss man ihnen zugestehen.
echt tolle Leistung vom Team. Immerhin die lange Anfahrt von Tirol daher, muss man auch mit einplanen. Ne? Ja, das ist nicht das Einfachste. So. Wieder der Kick der Rangers. Wieder ein schöner Kick. Wieder aufgenommen an der 25-Yard-Linie. Schnell gestoppt von der Nummer 17. Jetzt hören ungefähr ein Yard. Oder zwei vielleicht. So. Jetzt First Down Patriots. Ich denke, wir werden jetzt wieder die drei Running Backs im Backfield sehen. Man wird wieder probieren, mit diesem Mittel Yards zu machen. Ja, und der Quarterback geht wieder selbst. Noch immer schön auf den Beinen. Der Rollout über rechts und dann geht er selbst. Nach ca. 6 Yards wieder gestoppt. Ja. Ja. Ich denke, das werden wir bis zum Schluss sehen. Es ist für alle Beteiligten jetzt wichtig, dass die Spieler so selten wie möglich aus dem Spielfeld gehen. Ja. Dass die ich glaube, sowohl die Spieler der Rangers als auch der Patriots wünschen sich, dass das Spiel bald vorbei ist. Ja. Eine neue Formation. Quarterback on the center, aber wieder drei Running Backs. Wird spannend. Ja, Übergabe auf Watkins. Wieder durch die Mitte, aber schnell gestoppt. Naja, waren doch 4 Yards. Ja. Und somit nimmt man wieder Zeit von der Uhr. Geht sich aus, first down. Ach, die Nummer 12. Jetzt schon etwas angeschlagen, man sieht es beim Laufen, gell, Martin? Ja, aber gut, das ist das vierte Viertel, also da kann man schon angeschlagen sein. Es kostet schon sehr Substanz, wobei der sehr mobil viel unterwegs heute war. So, 5 Minuten noch zu spielen, 1. und 10. Hoher Snap, Übergang, Übergabe wieder auf Watkins, der geht wieder von der Seite, noch auf den Beinen, aber jetzt gestoppt. Der Spieler der Rangers hat sich hier an der Sideline verletzt. Aber steht schon wieder, Gott sei Dank. So. So, der Lauf von Watkins. Hat nichts eingebracht? Nein. Aber auch Watkins sieht man schon an der Körpersprache jetzt. Ja. Schon. Der Enthusiasmus ist enden wollend. Ja, genau. So, 4 Minuten noch. Übergabe angetäuscht, läuft wieder selber die Nummer 12. Aber jetzt schnell gestoppt. Wohl aufgepasst von der Defense der Rangers. Aber ist auch noch im Feld geblieben, somit läuft die Uhr noch weiter. Und man wünscht es sich für die Patriots-Spieler. Ja, ich denke, die werden auf alle Fälle gut schlafen beim Anfang. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, 4. und 14, oder ist der dritte? Was? Dritter, glaube ich, 3. und 14. Hoher Snap. 12 geht wieder selber. Noch immer da, aber jetzt da. Macht ca. 3 bis 4 Yards gut. Ja.
Ja, ein kleines Fazit kurz vor Schluss noch. Wenig Fouls, sehr faires Spiel. Ja, durchaus. Sehr faires Spiel. Anfänglich waren ein paar Flags, die nicht sein hätten müssen. Also ich kann mich erinnern an ein Block in the Back. Genau. Oder ein Holding war es und ein Pass Interference in der Offense. Genau. Und ja, ein Late Hit auch. Ja, ein Late Hit, genau. Aber sonst echt super faires Spiel. Ja, Patriots, man sieht einfach, die Kadergröße ist das, was bei einer ausmacht. Ansätze sind da, sie spielen sich gut mit Watkins, ein super Running Back. Die Nummer 12 macht wirklich, was sie machen kann, aber... Und unterm Strich muss man trotzdem sagen, in der Liga ja. Überfordert. Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ich glaube, jetzt die Nummer 12 ist angeschlagen, draußen auf der Sideline. Wird mal gepantet. Jetzt kommt der Punt. Kurze Snap, aber der Punt geht schön weg. Berührt von einem Patriots-Spieler? Ja, von einem Patriots-Spieler kann er berührt werden. Von einem Rangers-Spieler. Nein, Rangers-Spieler. Er ist vom Patriots-Spieler abgeprallt, auf den Rangers-Spieler zugeflogen. Drum. Also dann ist egal. Ja, ja. Ja. ...35-7, der erste Sieg der Rangers für heuer. Und somit hat man jetzt einmal angeschrieben in der Siegesserie. Genau so ist es. So, first on Rangers. Erster und 10. Manfred geht selbst, täuscht an. Jetzt kommt der Pass wieder auf die rechte Seite. Linke Seite, aber passt dann über rechts auf die 25, incomplete. Ja, war etwas zu weit. Damit haben wir jetzt zweiter um 10. Zweiter um 10. So, wir hoffen, dass die Uhr stimmt. Da hat es ein bisschen mit der Uhr, mit der Anzeige. Diese Kopplung funktioniert halt ein bisschen schlecht, aber wir hoffen, dass das die Zeit ist, die noch am Feld ist. Wir sehen auch leider nicht wirklich raus. ...1,59 auf der Uhr. Die Nummer 23 jetzt mit dem Ball wieder. Gut für 7-8 Yards. Erneut 23, hat wieder viel Platz. Immer auf dem Ball. Und wird dann gestoppt nach ca. 20 Yards. Ich habe die Nummer 23 leider nicht am Roster. Darum kann ich euch nicht dienen mit seinem Namen. Wir sehen die Wiederholung von der Nummer 23. Schön. Bewegt sich schnell, noch immer auf den Beinen. Ja, vor allem schön aufgeblockt das noch. So. Aber jetzt gestoppt, schnell. Im Backfield, die Nummer 28, Gomez. So, die Uhr läuft weiter. Wir hören gerade von draußen, wir sind in der letzten Minute. Das heißt, unsere Zeitanzeige stimmt ungefähr. Ja. Grob richtig. Ja, stimmt. Jetzt sind wir wieder auf der richtigen Zeit. Und Manfred ist wieder in Bewegung, geht nach außen. Jetzt kommt wieder der Pass, aber wieder überworfen. Aber überworfen. Eine Flagge am Feld. Ja, jetzt Frage von mir. Die Rangers könnten ja eigentlich auch schon abknien, oder? Ja, denke ich mir auch gerade. Aber jetzt haben wir einen Rough in the Passer. Okay. Warum man jetzt noch, weil jetzt auch das Verletzungsrisiko für die Rangers noch relativ hoch ist, ist mir ein bisschen unverständlich, warum man das nicht macht, aber
wäre, glaube ich, eine Lösung, weil ich denke, die Patriots würden kein Timeout mehr nehmen. Glaube ich nicht. So, 24 Sekunden noch auf der Uhr. Wir haben jetzt erst um 10 auf jeden Fall. Ja. So, jetzt gehen Sie auf die Victory Formation. Die Victory Formation. Ja. Also ich glaube, die belauschen uns, Martin. Ja, Martin. 35-7 gewinnen die Rangers. Dein Fazit? Ja, vor allem für die Rangers. Es schaut aus, als kommt man war man erfolgreich auf der Suche nach der Offense. Wie das dann umzusetzen ist gegen andere Teams, wird sich dann auch noch zeigen. Ja, Tirol, die Telfs, leider Gottes überfordert in der AFL, habe ich den Eindruck. Die Personaldecke nicht sehr groß, nicht sehr dick. Man kann ja nur das Beste wünschen, möglichst verletzungsfrei durch die Saison. Ja. Runterspülen, Augen zu und durch und dann ja. Im nächsten Jahr, in welcher Liga auch immer, wieder reisieren. Wieder starten, ja. Ja, ich sehe das genauso. Ich gönne es natürlich den Rangers, sie haben es verdient, waren zweimal knapp dran, hat dann immer wieder an der Offense gescheitert. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen auch so ein Wachrütteln für die Offense heute war. Ja. Nein, das passt schon. Genau. Und Kompliment an die Patriots, also echtes Kämpferherz, haben wirklich alles gut gemacht. Ja, man merkt trotz allem, sie haben einen Spaß. Das merkt man, ja, genau, so ist es. Monox 33, danke nochmal, ihr macht das super. Danke für das Kompliment. Wir bedanken uns natürlich sehr dafür. Das freut uns, wenn wir so viel Input bekommen. Ja, ich kann euch nur sagen, bitte Football Alter auf YouTube, Double Trouble und CDV mit Andy Ubel ist zum Empfehlen. Schaltet dort auch ein. Wir würden uns natürlich freuen. Und ja, wir wünschen den Tirolern eine gute, gesunde Heimfahrt. Und ich sage danke, Martin, dass du wieder bei mir warst. Danke, danke. Mal wieder sehr gefreut. Sehr viel Spaß gemacht. Und wir wünschen euch noch frohe Ostern. Ja, genau. Frohe Ostern und einen schönen Abend noch. Wir sind raus. Tschüss.